Freunde gepflegter Fußballteil, wunderschönen guten Morgen. Da sind wir schon wieder. Woche wieder rum, so schnell geht's. Endlich wieder PES Brunch, EFO Brunch. Wunderschönen guten Morgen. Mit EFO zurück zur gewohnten Zeit. Ich hoffe, die Zahlen sehen auf den ersten Schlag schon mal gut aus. Ich hoffe, ich habe jetzt hier keinen irgendwie eine Stunde warten lassen nach unserem kurzfristigen auf 10 Uhr Start umstellen. Also heute wieder gewohnte Zeit im EFO Brunch. 11.11 Uhr, es ist 11.10 Uhr, verdammte Axt, was bin ich für ein unzuverlässiger Typ. Schön, dass ihr wieder da seid, sauber. Heute geht's weiter. Heute geht's weiter mit Division 2 und auch mit, das zeige ich vielleicht direkt als erstes, mit gar nicht so einer geilen Ausgangssituation. Ich habe natürlich wieder versucht, was vorzubereiten und wenn man da irgendwie verliert, verliert, unentschieden spielt und schon sehr viele Verlustpunkte sammelt, ist das mit dem Vorbereiten nicht so geil. Ehrlicherweise, wir haben noch 4 Spiele zu machen, wir müssen sie alle 4 gewinnen für Division 1 Party heute. Eher schwierig, aber 7 Punkte aus 4 Spielen jetzt auch nicht so der Selbstläufer. Werden wir dann sehen, wie es läuft. Zum Klassenerhalt. Ehrlicherweise, wir haben ja letzte Woche viel gebastelt auch. Und da gehen wir dann auch zum Gameplan über unsere Truppe für heute. Ja, bisschen angepasst noch. Wir hatten ja 2 Sechser, glaube ich, war es. Und dann so ein bisschen krude, sehr zentral. Dann hatte ich wieder eine Überlegung mit 4-4-2 breit. Auch getestet, auch nicht so gut. Abgestiegen, Division 3 wieder zurück. Also irgendwie, ja, ich komme nicht zur Ruhe, ehrlicherweise, bei diesem ganzen Taktikgedönse. Oder es ist halt einfach, du spielst mit der Taktik, du gewinnst nicht alles, du glaubst, es ist eine bessere Taktik da draußen. Ja, irgendwie ist dann aber ein Satz hängen geblieben aus dem letzten Stream. Tatsächlich so ganz simpel eigentlich dieses, ich spiele mein ganzes Leben lang 4-4-2, sagte einer von euch. Und ich habe mir so gedacht, das bist ja eigentlich du. Also ich, Fußballmanager, Anstoß. FIFA, PES, alle virtuellen Fußballerlebnisse ist der erste Gedanke 4-4-2 Diamant. Und irgendwie, warum sollte ich mich davon abkehren? Und daraus kam dann eben breit mit hier linkes Mittelfeld, rechtes Mittelfeld, hat auch nicht so super geklappt. Dann jetzt wieder kurzfristig zurückgekehrt auf mit 2 Achtern, aber breit aufstellen. Also irgendwie ist es ein permanentes Hin- und Hergeschiebe in der Taktik und am Ende ist irgendwo so der Diamant, das 4-4-2, muss eigentlich das Herzstück bleiben der Let's Playmaker. So, von daher, da sind wir jetzt gelandet. Das ist die Truppe für heute. Wir haben auch einigermaßen gute Wochenformen hier an der Stelle. Und auf der Bank haben wir auch ein paar gute Wochenformen und ein paar Helden noch versteckt. Ne? Ohne Maxi gehen wir nicht ins Spiel. Auch hier Giorgiano, Gigi de Arrascaeta, letzte Woche gezogen im ersten und einzigen Versuch aus der Brasilien-Box. Da hatten wir richtig Glück. Kann von der Bank kommen. Bebeto, einfach nur, damit ich den Kollegen endlich auf Level 11 bekomme. Irgendwie ein bisschen underwhelming. Ja, den haben wir zusammen entschieden zu ziehen. Ja, so richtig überragend ist der Kollege nicht. Aber klar, Legendenkarte immer wieder mit B-Formen. Das ist nicht so verkehrt. Jamie Vardy schießt scheinbar gerade englische zweite Liga kreuz und klein. Kreuz und quer, klein und wie auch immer. Viele Tore, wie auch immer. Jamie Vardy rasiert. Kann von der Bank mit Super Sub kommen. Also, das hier unsere Truppe. Und damit versuchen wir dann mindestens den Klassenerhalt zu erzielen, weil sonst habe ich unter der nächsten Woche wieder Arbeit, aus Division 3 aufzusteigen, um dann in einer Woche im PES Brunch wieder Division 1 anzugreifen. Ja, gucken wir einfach, wie es heute läuft. Natürlich gehört zum Streamen auch Contracts. Ja, Spieler verpflichten. Natürlich wieder alle Sim-Matches und alle User-Matches gemacht. 745 Coins, also da können wir theoretisch heute auch wieder irgendwas ziehen. Konami mit einem Doubleheader, das ist glaube ich auch nicht so häufig. Ne? Hier einmal ECC und Worldwide, konnte man sich zweimal freispielen. Gucken wir auch im Detail rein. Wir beginnen den Stream aber mit 6 Mal. Ich habe 8 Mal geschrieben, warum auch immer. Ach so, weil ich acht, hier eine 8 hatte, dachte ich, wir öffnen heute 8 Mal. Die asiatische Champions League, wo man auch einiges freispielen konnte, logischerweise. Und da richtig, richtig geile Fußballer. Guck dir das an, hier die zwei in der Mitte schon. Hat man schon Bock, oder? CR7, NK8, glaube ich. N'Golo Kanté. So, da ziehen wir jetzt direkt zum Start des Streams die 6 Geschenken und dann können wir die Box, glaube ich, auch begraben, weil die ist irgendwie nicht so. Also, ist die normal, sind normale Karten oder sind das Special-Karten? Die kann ich auch mit GP kaufen, die ganzen Karten, oder nicht? Ja, hier, da hatten wir schon mal riesig Glück mit dem Steward letzte Woche. Also irgendwie so eine Box zum Feiern der Partnerschaft. Aber irgendwie in der Spitze bringen die uns wahrscheinlich sehr, sehr wenig weiter. Und dann gucken wir einfach, was dabei rauskommt. Bevor ich jetzt aber ziehe, lasst mich sofort ins Begrüßen übergehen, ja, damit wir das nicht verpassen. Und Andreas, der geschätzte Zug, Lok- und Modführer, hat es gerade schon mal gepostet. Kannst du an der Stelle vielleicht nochmal tun? Die YouTube-Freunde, die das jetzt an dieser Stelle auf YouTube sehen, finden alles in der Infobox. Für alle Twitcher live vielleicht nochmal der Link. Heute spielen wir mit der Moody 99 Mod. Ne? Die schon länger dabei sind jetzt mit EFO, also dann zum 6. Mal jetzt vielleicht da sind.
im sechsten Stream seit EVO 24 Launch. Ich spiele auf PC und dann nutze ich natürlich auch gerne alle kosmetischen Mods, die es so gibt. Der Moody hat sowas ähnliches wie die Evo Mod oder das gleiche, was wir die ganzen Wochen davor genutzt haben. Also auch einfach kosmetisch, schöne Logos, alles da. Das geht aber dann mit einer anderen Mod irgendwie einher. Die E-Turf Mod. Und auch das kennen die ganzen Experten unter euch, die lange auch schon in der Pro-Evo-Szene dabei sind. Ne? Der Rasen kann schöner gemacht werden, schönere Scoreboards und der ganze Kram. Und das vereint. Sieht dann irgendwie ein bisschen schöner aus. Wir spielen also heute Champions League, übertragen auf Setanta Sports, auf einem schöneren Rasen. Und von daher das an der Stelle auch mal erwähnt. Hier immer schön die Mods nutzen, um das bestmögliche PC EVO 24 Erlebnis zu bieten. Kann ich jedem nur empfehlen. Es ist im Endeffekt runterladen, Copy-Paste von Dateien. Es ist komplett schmerzfrei zu installieren. Und dann hat man so ein bisschen Gefühl wie früher bei Pro Evo, PES, Evo 2021, 2020 etc. mit allen Logos, allen Wappen, allen Trikots und Spaß. So, genug. Ich wollte euch erst begrüßen, verdammte Axt. So, Konter ETV. Du bist seit 5 Minuten da und findest mich schon mega. Ich bin seit wahrscheinlich 5. Wie lange bin ich hier? Seit PES 2017. Also schön, dass du mich jetzt gefunden hast. Dann bleib auch gerne da. Das freut mich. Andreas, wie gesagt, der Mega-Lokführer. Schön. PES Elite ist auch wieder am Start. So, der Fili ist auch hier langschläferfreundlich. Genau, Fili kommt uns immer erst später zu. Zum letzten Spiel, zur letzten Niederlage. Heute mal vorm ersten Spiel. Irgendwas stimmt da nicht. Ja, auf jeden Fall schönen guten Morgen. Belfort auch wieder da. Wunderschönen guten Morgen. Scout hier auch mal wieder wach. Auch pünktlich wach. Finde ich gut. Kann mir vorstellen, es gibt tatsächlich den einen oder anderen, der 11:11 Uhr besser findet, weil nicht so lang. Nicht so früh aufstehen oder erstmal Frühstück mit der Family. Also von daher, dieses 10:10 Uhr 10 kommt selten vor, wenn ich hier die ganze Bude für mich alleine habe. Ist jetzt leider nicht mehr der Fall. So, von daher heute wieder 11:11 Uhr. So, Viking Player, dir auch einen schönen guten Morgen. Du bist, glaube ich, vor ein paar Stunden oder ein paar Tagen, wenn ich das hier in diesem Aktivitätsfeed so lese, bist du, glaube ich, erst zum Kanal und zum Follower geworden. Also schön, dass du hergefunden hast. Dann heute erster Stream, live oder so. Voll gut. Dave ist wieder am Start. Floff ist auch mal wieder am Start. Gevatter Leo ist wieder am Start. Wunderschön. Marco Bryan am Start. Der Basti ist am Start. Und den ersten Kommentar, wie es sich gehört, vom Andreas, unserem Lokführer. Wunderschön. Vielen Dank. Schön, dass ihr da seid. Ah, guck mal, da kommt der Viking-Player direkt um die Ecke. Wie fängt man im Endeffekt an? Vielleicht das mal kurz umrissen, das können sicherlich viele im Chat noch anreichern. Aber wie fängt man an? Im Endeffekt, erstmal vielleicht so ein erstmal Ausgangsgedanke bei so einem Ultimate-Team-Modus, wie ich denke. Bist du gewillt? Hast du Bock, Echtgeld einzusetzen? Hast du Bock, Echtgeld einzusetzen? Hast du natürlich deutlich mehr Möglichkeiten, kannst deutlich mehr Packs und Agenten oder wie auch immer man das jetzt wirklich nennt hier, öffnen, um schneller an bessere Spieler zu kommen. Machst du das nicht oder möchtest du das nicht, so wie ich? Nennt sich das, glaube ich, Road to Glory, sagt man immer schön, ja, mit allen Möglichkeiten ohne Echtgeld spielen und entwickeln, um dann aber auch die Mannschaft aufzubauen. Ich glaube, da ist ein E-Football immer ein bisschen angenehmer gewesen als jetzt die Konkurrenz von Electronic Arts, wo man schon ein bisschen mehr reingrinden muss für gute Spieler und vielleicht auch Echtgeld braucht für die ganz hohe Spitze. Ist das bei EVO ein bisschen, jetzt nicht komplett, na klar, Konami will auch Geld verdienen, aber ein bisschen einfacher. Du kriegst jede Woche die Möglichkeit, 100 Coins, glaube ich, freizuspielen. Das ist schon mal ein Opening. Du kannst einen Spin freischalten, kann ich dir ja gerne mal zeigen. Hier, diese Woche sind es sogar zwei Spins, die du freischalten kannst auf so Monsterboxen, weil da immer so mit die besten Spieler drin sind, die man ziehen kann. Also das solltest du jede Woche freispielen und nutzen, um deine Mannschaft zu entwickeln. Und ja, dann ist es im Endeffekt spielen, spielen, spielen. Und Mannschaft entwickeln, Achievements freischalten, auch Coins dann so sammeln und GP, das ist so die andere Währung, die eigentlich relativ unwichtig ist nach einer gewissen Zeit, zum Anfang aber gebraucht wird, um Trainer zu verpflichten. Gute Trainer sind auch wieder Pflicht. Also das mal so aus dem Stand kurz angerissen, spielen, 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 Echtgeld ja oder nein entscheiden und dann eine Mannschaft aufziehen und ein Stück weit das Spiel kennenlernen, mit welcher Formation möchtest du spielen, mit welcher Taktik. So, da gibt es, glaube ich, auch gar nicht so die Komplettlösung. Also von daher. So, das für mich als erstes, aber alle anderen können ja gerne mal was reinrufen mit ihren eigenen Erfahrungen. Ich glaube, viele von uns hier sind schon sehr weit weg von diesem ersten Mal-Gefühl. Wie baue ich hier so ein E-Football Ultimate Team auf? Da sind wir alle schon seit Jahren verdorben. Ich kommentiere gerne auch andere Turniere, ne? Das wissen ja die meisten, dass ich das auch schon häufig gemacht habe. Also Konter, hau mich gerne auf Discord oder auf Twitter im privaten Nachrichtenbereich oder hier, flüster mich an, wir kommen in Kontakt. Und ich sehe mich jetzt nicht als der komplette, na, das habt ihr ja mit FIFA 23 mitbekommen, Hardcore-PES oder E-Football-Verfechter, der alles andere verschmäht. Also von daher kommentiere ich dir auch gerne Electronic Arts Football Club. Hauptsache virtueller Fußball und ein bisschen rumschreien.
Also da habe ich ehrlicherweise gar kein Problem mit. So, jetzt habe ich euch alle begrüßt. Seid ihr alle da? Habe ich noch jemanden vergessen? Der Cäsar Norbi ist noch nachgerutscht. Und Norbi vollkommen richtig, auf der Konsole sind viele Wappen nicht da. Dann ist es, auf der Konsole ist nach wie vor kein Edit-Modus vorhanden. Und auf der Konsole hast du nach wie vor nur die Originalwappen, die Konami auch lizenziert hat. Und da fehlt dann natürlich La Liga, Premier League und so weiter. Ja, das habe ich jetzt alles reingemoddet. Das fehlt auf der Konsole nach wie vor. So, einer von sechs. Oh, fünf Sterne, Freunde. Das ist schon der erste Hammer. 7-3. Bono! Der Sänger von U2. Oder vielleicht auch einfach nur marokkanischer Nationaltorwart. Weiß man nicht. Weiß man nicht. Aber man weiß es eigentlich doch. Und das war einer der besten Karten, die man ziehen kann aus dieser Box. Ich weiß ehrlicherweise nicht, wo der am Ende landet. Das wissen jetzt vielleicht viele von euch, die auch Internet greifbar haben. Sofort besser. Wo geht Bono Max hin? Glaube ich, generell ein spannender Torwart in der Welt. Aber ist der jetzt mit Unwavering schon mal nicht verkehrt? High Punt, Long Throw, Penalty Saver. Also es fehlt der Low Punt, der schnelle, flache Abstoß. Also von daher schon nicht mehr so spannend. Und da hätten wir. Oh, guck mal hier. Ach du Scheiße, guck mal hier, es gibt fünf, auch das bitter. Es gibt fünf Sterne-Karten, die man ziehen kann. Und davon vielleicht die unbrauchbarste, für mich jetzt, für meinen Kader. Die beiden würde ich ja eh abstoßen, weil Non Grata, ganz hässliche Fußballer. Bei den beiden hätte ich mich, glaube ich, noch irgendwie mit anfreunden können. Aber geil, fünf Chancen auf fünf Sterne, ich ziehe fünf Sterne und krieg den Torwart. Schönen Dank, Konami. Naja, okay, ist. Wie ist es? 94 Max, das ist hart. Das ist nicht verkehrt, vor allem. Aber es ist, ja, wir haben ja hier José Sá aus der Team of the Week Box gezogen. Also beim Torwart sind wir mehr oder weniger aufgestiegen. Ja, da sind wir doch wieder. Guck mal, zwei Sterne, geil. Noch ein Torwart. Ja, mega. Yatimov vom FC Isktu. Oh, das Originalgesicht. Ehrlich? Das sah sehr originalgesichtlich aus. Das ist dann fett. Also ein usbekischen Nationaltorwart. Mit Originalgesicht zu haben, das ist nicht verkehrt. Ist nicht Usbekistan, es ist Tadschikistan. Es wird immer besser. Oder ist das kein Originalgesicht? Sieht das nur so gut aus? Also für mich sieht das aus wie ein Originalgesicht. Recep Yatimov. Ruslan Yatimov. Ja, keine Player Skills. Dann brauchen wir nicht so tun, als würden wir den behalten. 100 GP. Mega. Das hat sich gelohnt. Restmüll, heißt der Restmüll Yatimov. Neymar und Fabinho ist eine fette Ausbeute, keine Frage. Meine letzte Woche hatten wir schon zwei. Die waren nicht brauchbar. Coles. Oh, den kenne ich sogar. Coles ist der Schotte. Ich glaube, das ist kein Originalgesicht. Ja. Auch so ein Gedanke ist die ganze Box Non Grata. Ne, ich glaube, da fehlt mir auch wieder. Da fehlt mir auch wieder die Motivation, irgendwie da Emotionen reinzubuttern. Ich meine, lass sie doch in der asiatischen Champions League spielen, wenn sie Spaß haben. Der ist Malaie. Der ist Malaie. Ja, aber der ist, glaube ich, auch. Ist er Belgier? Schotte? Also irgendwie auch so eine Karte vom. Oder ist das ein anderer Kools? Der Name kommt mir so bekannt vor. Auch so MyClub-Geschichte früher. Bronze, eine gute Außenverteidigerkarte. Irgendwie. Ja, Pinpoint Crossing. Guck mal, das ist eigentlich. Und er spielt auch, ihr seht da jetzt durch meine Hackfresse verdeckt nicht. Rechtsverteidiger und Rechtsmittelfeld. Das ist die Karte von MyClub früher. Der kommt mir irgendwie dunkel bekannt vor. Bronzene Karte und nicht unbrauchbar. Pinpoint Crossing, der war mal was anderes im Konami-System. Jetzt spielt er von mir aus in Thailand. Spielt er von mir aus Innenverteidiger. Ja. Aber ist natürlich komplett unbrauchbar. Tschüss. Ja, das ist natürlich. Das ist so eine typische Gamble-Box von Konami. Du hast eine Handvoll guter Spieler, wie es ja auch bei den Legenden-Boxen so ist, und dann hast du 148 Ranz-Spieler, die dir das komplett verwässern und du überhaupt nichts davon hast. Komm, spar mal die Zeit, lieber virtuellen Fußball feiern, als hier so zwei Sterne-Typen. Das ist Hassan Red Matruk aus. Ist es Syrien? Das ist Syrien. Irak. Die Flagge ist Irak von. Ja, wer kennt das Logo? Air Force Club. Air Force. Ist das. Ist Irak? Air Force Club? Air Force Club? Ja, guck mal. Da ist die absolute Lücke an Weltfußballkenntnis. Asiatische Champions League. Danke, Konami, dass du uns hilfst, da Wissen aufzubauen.
Ja, wer braucht Transfermarkt.de, wenn er hier bei Konami die asiatische Champions League abfeiern kann und so auch alles kennenlernen kann? Ja, 2 Sterne. Ey, da fangen wir mit 5 Sterne aus der Box an und kriegen dann den Torwart. So, das ist gar nicht so verkehrt von den Player Skills. 1,85 als Innenverteidiger ist jetzt nicht so geil. Der ist dann tatsächlich Usbeke vom FC Nazaf. Mit dem Drachen sieht schon so ein bisschen Asiat, also so ostasiatisch aus. Aber was ist Nazaf? Ist das eine Stadt? Wahrscheinlich, kenne ich nicht. Okay, ja, das war ein bisschen absehbar, dass die Box uns nicht so viel Brauchbares gibt. Andreas B. auch am Start. Wunderschönen guten Morgen. So, jetzt nochmal CR7. Jetzt nochmal der Hammer. Nein, okay. Und nochmal ein Torwart. Mega. Also, das hat sich richtig gelohnt, unter der Woche Sachen freizuspielen. Und tschüss. Okay, das war's. Das war's. Okay, das war unsere Asienbox. Heute im Laufe des Streams, wie gesagt, ziehen wir die beiden noch. Und wir dürfen uns gerne nochmal drüber unterhalten. Wir haben 700 Coins. Ich weiß natürlich nicht, wohin damit. Ne? Ob wir wieder irgendwas anderes öffnen hier. Ich liebäugel immer noch mit dem Kollegen hier. Immer noch mit Nicolo Barella. Der aber, glaube ich, jetzt auch bei Team of the Week dabei ist, oder? Also vielleicht kriegen wir Barella diese Woche anders. Wir gucken jetzt schon mal rein. Worauf können wir uns so ein bisschen vorfreuen? Nämlich Team of the Week. Martinelli hat Man City abgeschossen mit dem schönen Abfälscher. Hier vielleicht ein bisschen das Augenmerk drauf. Haben natürlich viele gefordert. Und ich habe auch gesagt, ey, Konami, sei doch mal witzig. Mach doch eine Giroud-Torwart-Team-of-the-Week-Karte. Und sie haben es tatsächlich gemacht. Kann man jetzt sagen, unnötige Karte, bringt mir nichts, Scheißkarte, verschwendet. Ich finde es ehrlicherweise super charmant. Stellt den jemand ins Tor, stellt den jemand ins Tor, der vorne bei der eFootball Super League mitspielt? Natürlich nicht. Spielt den jemand im Mittelsturm? Wahrscheinlich, weil er viel zu langsam ist, auch nicht. Aber das sind diese kleinen Dinge, wo ich immer schon gefordert habe und was Konami Stück für Stück über all die Jahre so ein bisschen besser gemacht hat. Mach doch bei Player of the Week nicht einfach nur die gleiche Ranzkarte, die du schon hast, mit plus 1 überall. Mach mit Hinblick auf das, warum die im Team of the Week sind. Mach die Karte. Ne, von wegen, was ich immer gefordert habe, Messi schießt 3 Freistoßtore, dann ist er natürlich im Team of the Week, aber dann muss der auch bei Freistoß 99 haben und nicht nur plus 1 überall. So, das war der Gedanke. Und das ist ja jetzt ein Stück weit umgesetzt. Auch, dass die Sonderplayer-Skills bekommen, wenn jemand jetzt ins Team of the Week rutscht, wie, glaube ich, letzte Woche Lautaro Martinez, wurde eingewechselt, schießt 3 Tore, Inter gewinnt, Martinez im Team of the Week und Martinez kommt ins Team of the Week mit Super Sub als Player-Skill. So diese kleinen Dinge hat Konami all die Jahre immer mal wieder dazugenommen. Und das ist das Gleiche. Ist das jetzt eine Karte, die jeder braucht? Wahrscheinlich braucht sie keiner. Aber ich finde es super charmant. Das Bildchen zum einen und eben hier in der Mitte seht ihr es. Der ist ein okayer Torwart. Also, der ist ein Torwart. Das ist der beste Torwart von allen Feldspielern im System. Es ist ein kleiner, so, ne, kleines Augenzwinkern auf die Situation am Wochenende vom AC Mailand in Genua war es, genau. Giroud mit 2, 3 Paraden schmeißt sich ins Getümmel, witzige Szenen. Die Weltfußballer hat es mitbekommen. Und am Ende ist er halt immer noch Stürmer und dafür vorgesehen. Also von daher auch kein Player-Skill-Torwart, ne? Okay. Aber ihr wisst, wo ich hin will. Ich finde es ehrlicherweise ganz verkehrt, nicht verkehrt, ganz charmant. Und ne, oben rechts wieder verdeckt, aber er kann auch ins Tor ohne Werteverlust. Also komm, mein Gott, hat Konami aufgepasst, ist doch ganz schnuckelig. Ansonsten, McTominay müsste, glaube ich, Super Sub haben, weil der 2 Tore gemacht hat nach Einwechslung. Genau, also das sind diese Kleinigkeiten, da geht Konami wenigstens ein bisschen jetzt auf den aktuellen Weltfußball ein und damit können wir noch arbeiten. Wen wir daraus ziehen, gucken wir dann und ich habe bei keinem irgendein Gefühl. So, und dann ist ja bald wieder Champions League und dann machen wir halt auch so eine Box. Okay. Und da ist dann der Nicolo Barella drin. Genau. Also der könnte uns schon mal helfen. Hier aus der Box. Vorteil natürlich ausgemaxt und wir müssen nicht noch hochleveln wie bei der Italien-Box. Aber dann ist hier vielleicht auch irgendwas Spannendes drin. Vahi, der ja auch in der Bundesliga gehandelt wurde, in der Sommerpause, sieht ziemlich derb aus. Tamás Müller. Ja, Attacking Awareness 98. Sehr geil. Nicht der schnellste, aber kann halt Fußball spielen. Okay, also das ziehen wir heute und dann gucken wir nach einem Sieg. Stimmen wir gemeinsam ab, ob wir 100 Coins greifen, um noch mehr reinzubuttern, um noch mehr das Team zu verbessern. So, also wir gehen hier rein. Jetzt sind wir über 50 Leute, also das nochmal als Ausgangslage. 10 Punkte geholt, also sehr holpriger Start in die Division 2. 4 Siege für Aufstieg und 2 Siege, ein Unentschieden für Klassenerhalt. Also absteigen möchte ich live schon mal gar nicht und dann unter der Woche wieder anrennen. In Division 3 möchte ich auch nicht.
Aber mal gucken, wo es heute hinführt. Galini, schön, dass du da bist. Auch hergefunden hast. So, sonst noch jemand nachgerutscht? Ich glaube erstmal nicht. Also gut, dann sind wir jetzt soweit aufgestellt. Hier nochmal das Team für heute. Brian Diaz auf der 10. Da hatte ich ehrlicherweise, ich glaube, es war letzte Woche schon, bin ich mir jetzt unsicher, aber da hat er ein Türchen gemacht. Gehofft, dass wir den wenigstens mal als B-Form Brahim bekommen. Team of the Week ist mit einem schimmeligen Tor gegen, was weiß ich, Valladolid oder was auch immer, jetzt natürlich nicht so einfach und klar. Aber ich warte noch auf eine gute Form bei Brahim, aber nichtsdestotrotz erstmal auf der 10 gesetzt. Jude ist mittlerweile ausgemaxt, das vielleicht auch an der Stelle mal gezeigt. Jude Bellingham ist mittlerweile ausgemaxt mit 26 Leveln und geht aufgrund unseres, wo ist er? Ah, jetzt steht er mehr oder weniger rechts im Bild, unseres Trainers mit 85 auf Longball Counter mit Diego Simeone auf 98 hoch. Also bei mir, selbst bei mir, das vielleicht auch noch so mit dem Bogen zurück zur Frage, wie fange ich am besten den Modus an. Selbst bei mir, ohne Echtgeldeinsatz und in der sechsten Woche aktiv, werden die Zahlen schon Richtung hoch 90. Also von daher, es ist nicht so schwierig, wenn du nicht in die absolute Weltspitze willst, da ein konkurrenzfähiges Team aufzubauen. So, auf geht's. Gegner wird gesucht. Schön, dass ihr so zahlreich am Start seid. Wie immer seid ihr natürlich herzlich eingeladen, ne? Schreibt mal, wen ihr gezogen habt aus der Asienbox, ne, wenn wir da gehört haben. Was war's? Benzema und Fabinho oder so, Cristiano, Neymar und Fabinho bei Peselite, wen ihr aus der Asienbox gezogen habt, von den zu erspielenden Dingen, aber auch von Team of the Week und so, gerne immer eingeladen zu kommentieren. Was habt ihr denn gezogen? Seid ihr zufrieden? Wie ist die Teamstärke gerade? Und das, ich wollte das letzte Woche eigentlich schon gemacht haben, jetzt wo ich so viele wunderschöne Mods am Start habe, die hoffentlich auch umfragefähig sind. Stellt doch mal bitte einer von euch eine Umfrage ein. Erstmal so zum Reinkommen. Welches Fußball-Videospiel spielt ihr aktuell am häufigsten? So, wo geht die meiste Zeit rein? Auswahl, glaube ich, können wir machen. EAFC, eFootball. Dann vielleicht als Wording RetroPES. Also falls viele von euch jetzt vielleicht noch Football Live spielen von den Smoke Patch Machern, PES 6 Mods, altes PES 21, keine Ahnung, dann kann man darauf klicken. Vielleicht den Fußballmanager noch nehmen, das würde mich mal interessieren. Also es ist ja oftmals in den letzten Jahren so gewesen, wenn wir hier gefragt haben, so ich spiele gar kein PES mehr, ich gucke nur noch dir zu, ich finde PES doof, aber du schreist so witzig rum, das gucke ich mir gerne an. Das würde mich mal interessieren. Genau, das muss dann natürlich auch eine Option sein. Kein Fußballspiel. So, das würde mich mal interessieren, ob alle von euch aktuell irgendwas grinden oder ob vielleicht auch viele dabei sind, die sagen, ich spiele eigentlich gar kein Videofußball mehr. So, das genau, das kann ich an der Stelle auch mal zeigen. Wir spielen heute oder wir spielen schon seit einigen Wochen mit Rayvallecano-Trikot. Und das ist dann hier auch schön reingepatcht. Im Moody 99-Patch, ne? Schöne Trikots. Atletico ist auch nicht drin im Original, logisch. Die waren mal Konami-Partner, sind sie lange nicht mehr. Also hat man auch hier sofort die Übersicht. Mit zwei Originaltrikots, wie die denn gegeneinander aussehen. Ich glaube, das ist noch am besten. Wobei, ich glaube, hier ist eindeutiger, oder? Machen wir mal so. Ne? Habt ihr auch schöne Originaltrikots. So, und ich hoffe, einer meiner geschätzten Mods hat gerade den PC soweit zur Hand, eine tatsächliche Twitch-Umfrage zu starten. Und wenn nicht, dann schreibt es auch gerne in den Chat. Würde mich mal interessieren. Azazil, schönen guten Morgen. Schön, dass du auch wieder gefunden hast. So, die Pfeile sehen gar nicht so sexy aus. Mikel Oyarzabal drängt sich in die Startelf. Und das war's dann soweit an guten, oder zumindest überzeugenden Trainingsleistungen. Sven Boy hier auf der rechten Seite geht auch vorne weg. Ansonsten, ne, wie gesagt, die Überlegung hier vor allen Dingen mit den beiden Super Subs Druck zu geben. Aber okay, lassen wir mal so stehen. Individuelle Taktik, das hatten wir letzte Woche auch ausgiebig besprochen. Anchoring auf den Mittelstürmer, damit der nicht überall rumturnt. Anchoring auf Casemiros Unsinn, weil der Anchorman ist. Deswegen habe ich es dann immer auf den Zehner gesetzt, damit der auch zentral bleibt. Die hängende Spitze kann aber gerne so ein bisschen in den Ebenen umherlaufen und sich freier anbieten. Aber so ein bisschen wirke ich dem wieder gegen, weil ich die hängende Spitze jetzt für mich überlegt habe, auf die Innenverteidigung zu gehen. Damit der irgendwie doch nah dran ist an der letzten Kette. Also irgendwie, ja, ihr merkt es allein schon, die Erklärung ist schon wieder so ein bisschen gefährlicher und rastlos. Ja, ich komme mit der Taktik. Taktik ist für mich nicht so 100% perfekt und das hängt dann natürlich auch mit den Ergebnissen zusammen, dass ich so das Gefühl habe,
Irgendwie geht da mehr. Aber vielleicht bin ich am Pad einfach nicht gut genug für Division 1 und ich kann aufstellen, wie ich will. So, ihr habt es gerade gesehen. Champions League Overlay war drin. Das ist eine kleine Umstellung zur letzten Woche. Wir spielen jetzt also mit der Modi 99 Mod. Und haben Scoreboards aus der Champions League. Wir haben noch das E-Turf Mod dabei. Von Endo heißt der Kollege, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne. Der auch schon seit Monaten sehr viel bei eFootball moddet. Und jetzt haben wir einen fluffigeren Rasen. Und wir haben den ersten Abschluss, haben wir nicht geblockt. Also, Modi 99 und Endo E-Turf Mod am Start, um sexiesten möglich eFootball auf dem PC zu feiern. So, erster Versuch. Oh, Griezmann entwischt. Ne, entwischt nicht. Einmal schön die Seiten verlagert auf Lino. Morata. Spielt ja auch echt mit Atleti. All-Star 11 oder sowas. Hat er sich Atleti zusammengebaut? Tatsächlich. Also wirkt zumindest jetzt so. Korea und so, ja. Vielleicht hat er sich... Das habe ich noch nie verstanden, wie Leute so Ultimate Team-Modi spielen können und dann wirklich komplett so ein Vereinsteam nachbauen, was es halt so... ja gut, ja, aber eFootball im Standard-Modus nicht spielbar, okay. Dann muss man das so lösen. Wenn man mit Atleti 1:1 spielen will, dann muss man die sich in Ultimate Team hier in Dream Team zusammenbauen. So, was ich jetzt gerade erst raffe, ich bin rot und er ist schwarz auf dem Radar. Ganz bescheuert. Das gefällt mir an der Mod schon mal gar nicht. Das war doch kein Foul. Das ist doch da rascheln zwei Leute ineinander und der kriegt das Foul. Na super. Gute Möglichkeit für Koke da mal. Flanke auf den ersten Pfosten. Und wieder Morata. Servus Start Ova. Ich bin wieder auf Diamant zurückgekehrt, Andreas, genau. Letzte Woche waren wir ja so nah dran, ein bisschen in die Richtung, aber nicht so komplett mit zwei Sechsern und so weiter. Jetzt ist es wieder ganz standardisiertes 4-4-2, auch eng. Ich hatte breit mal mit links und rechts Mittelfeld versucht, war jetzt auch nicht so erfolgreich. Und da bin ich jetzt zum engen 4-4-2 zurückgekehrt und habe zwei Achter, die das Zentrum flankieren. Jetzt haben wir eine riesen Kontermöglichkeit. Lautaro Martinez! Lautaro Martinez! Läuft's nach Hause, 1-0. Sahne Konter der Hausherrin. Und er läuft und er läuft und er läuft. Unser Spieler der Woche aus der letzten Woche gezogen. Da waren wir recht gut mit bedient. Lautaro Martinez hatte sich nicht abgezeichnet. Erster Abschluss für die Playmakers, glaube ich, auch an der Stelle. Aber dann ist der 98er sofort da und knipst. Oh, Ødegaard, da war mehr drin. Da war deutlich mehr drin, wieder mit einem Konter anzuschieben. Ja, wird geblockt. Oh ja, Sabal passt gut auf. Keine Risikos. Langer Hafer auf Osimhen. Der ist auch schon seit Wochen ausgemaxt. Bin mal gespannt, wie lange ich noch brauche, bis ich gar keine Standardkarten mehr habe. Aber Osimhen ist da noch sehr, sehr brauchbar. Ich glaube, so ein bisschen hat sich der Streit mit Napoli, glaube ich, so ein bisschen gelegt, ne? Dass da auch wieder von Stammelf und vielen Toren und so auszugehen ist. Dann auch wieder eine dankbare Karte natürlich. Oh Mann, was stolperst du denn? Außen ist. Bellingham mitnehmen. Letzte Woche ja auch schon einige sehr, sehr auffällige Szenen gehabt. Zusammen mit De Arrascaeta. Also auch eine sehr gute Metakarte, der Jude. Oh, schön durchgesteckt. Lino. Gertrude passt auf. So, mit dem Führungstreffer im Rücken können wir jetzt vielleicht ein bisschen ruhiger Fußball auch spielen. Ja, ne, kaum sage ich's. Schimmelpass. Also da tue ich mich nach wie vor schwer mit diesem... Weiß ich nicht, ich finde es nicht so 100% geil. Passsystem. Also wurde mit 3.1, glaube ich, ein Ticken besser. So diese schwebenden, kniehohen Dreckspässe sind ein bisschen weniger geworden. Was ich ja auch immer gesagt habe, so das gefällt mir gar nicht. Das muss besser werden. Ist, glaube ich, ein Ticken besser geworden. Aber irgendwie finde ich es immer noch relativ schwerfällig. Man muss viel direkt spielen. Man muss auch mal den Kopf hochnehmen. Mann, ist das dämlich. Nächste Einladung. Korea. Oh, ich glaube, da wollte er auf Griezmann. Da wollte er auf Griezmann eigentlich gehen.
Habe ich Glück, dass er den Ticken zu tief drückt. Szene kaputt. Kontermöglichkeit. Oh ja, Sabal. Wieder Martinez mit beteiligt. Martinez. Oh, Schimmel. Oh ja, Sabal. Ist das Abseits? Es ist kein Abseits. Gute Abschlussposition. Also wenn die Playmakers in 16er kommen, dann brennt's. Osimhen. Wieder okay. Brüchi, schönen guten Morgen. Schön, dass du auch noch nachgerutscht bist. Victor Osimhen bleibt in der Szene drin. Abschluss leider geblockt. Also ihr habt es gesehen. Setanta Sport überträgt dieses Champions League Spiel. Das ist klar. Das ist genau. Das ist glaube ich noch der das Überbleibsel von dem anderen Patch. Jetzt wo ich so drüber nachdenke. Ich glaube nicht, dass das alles in dem Modi Patch drin ist. Das ist glaube ich noch so ein Überbleibsel aus der Evo Mod. Also irgendwie ist es ein reines Runterladen, Copy und Pasten von Dateien und dann hat man halt ne, Original-Trikots und Scoreboards und so ein Kram. Relativ simpel zu installieren. Und dann ist das vielleicht auch so, dass ich jetzt mit der Modi 99 Mod diese Überblenden nicht überschrieben habe, weil die nicht da drin sind. Dann sind das noch die Setanta Sport Überblenden. Aber mein Gott, Hauptsache es sieht irgendwie besser aus als diese Farbkatastrophe und unlizenzierte Scoreboard-Overlay-Kacke. Vom Original. Da nehmen wir doch jedes bisschen Authentizität mit, wie es nur geht. 45 Minuten gleich gespielt. So richtig gut ist die Vorstellung nicht. Man möchte es schmeichelhaft nennen hier, dieses 1:0. Ja, das hatten wir gewusst. Ja, das ist Alibi. Einfach langer Hafer. Jetzt pfeift gerne ab. Plus 1. Das dürfte die letzte Aktion sein, die Atleti hier bekommt. Kriegen den Fuß nicht vor. Kriegen den Fuß nicht vor. Jetzt haben wir Ruhe. Jawohl. Halbzeit. Playmakers führen. Mit 1:0. Oh, Osimhen ist verletzt sogar. Das ist schlecht. Das ist schlecht. Das ist irgendein anderer Spieler ist, glaube ich, auch gerade länger verletzt. Den ich auch gerne... Ach hier, Kevin De Bruyne. Genau. Kevin De Bruyne ja auch super schwer verletzt. Ich glaube sogar Saison aus in Gefahr. Also das dauert noch bis mindestens Mitte nächsten Jahres irgendwie. Könnte höchstens im Endspurt der Saison wieder reingreifen. Nicht, dass ich die Karte habe. Und ne? Aber das wäre auch so eine Kategorie. Du hast einen Top-Spieler aus einer Top-Truppe. Wenn er aber verletzt ist, kriegt er nie eine gute Wochenform. Und du hast dann permanent einen C da stehen. Das ist dann natürlich nicht ganz so sexy wie aktuell vielleicht ein Bellingham, wo du... Immer von guter Leistung, auch natürlich mit Real Madrid ein bisschen einfacher, kleine Teams wegzuschießen, aber da immer mit guter Leistung die Wochenform hochtreiben kannst. Ødegaard, oh ja, Sabal geht gut entgegen, der eigene Mann steht im Weg. Der eigene Mann steht im Weg, Ødegaard, R1 Schüsschen kommt. Okay, Martin Ødegaard, auch so einer, der potenziell immer mit einer guten Wochenform gesegnet ist, weil Arsenal ja auch sehr erfolgreich unterwegs ist, diese Woche nur C. Diese Woche basierend auf dem sehr, sehr zähen Spiel gegen Man City. Vielleicht hat es der ein oder andere von euch geguckt, auch über 90 Minuten. Ich war relativ lange dabei, also jetzt nicht 90 Minuten, aber ich habe schon... Ich glaube, die komplette zweite Halbzeit habe ich, glaube ich, gesehen. Und ehrlicherweise, das ist kein schöner Fußball, wenn sich da so zwei Taktik-Monster-Trainer und wundervoll ausgebildete Superteams belauern und irgendwie nichts riskieren und dann... Auch mit so einem Abfeldschuss das Ding entschieden wird. Aber irgendwie, das ist dann auch kein so geiler Fußball. Also weiß ich nicht. Vielleicht bin ich auch kein Fußball-Gourmet mehr, der sich dann voll einen abfeiert, wenn immer perfekt abgeklappt wird, wenn immer alles aufgefangen wird und keine Räume gegeben werden und alles super organisiert ist. Und die René Arthur die ganze Zeit erzählt, dass keiner Risiko geht, weil keiner gewinnen muss. Bla, bla, bla. So, immer noch. Weiter 1:0. Und immer noch die Hoffnung, mal hier wieder einen guten Abschluss hinzubekommen. Eine Stunde ist rum. Atleti geht es da ähnlich. Also zumindest wirken wir gut aufgestellt in diesem stabilen, engen 4-4-2. Ødegaard wieder verschenkt. Einmal rausgespielt, gibt es mal eine Flanke. Da ist die Flanke. Ui, Big Save von José Sá. Keiner will hin, keiner will hin. Abseits. Oh, abseits. Riesenglück für die Playmakers. José sah mit absolutem Monster-Save da im eigenen Fünfer aus ganz, ganz kurzer Distanz. Und dann rettet am Ende die Abseitsregel. Glück gehabt. Aber klar, nehmen wir mit. Jetzt vielleicht mal die Antwort. Über Bellingham kriegen wir den tief? Ja, nicht so wirklich.
Außen ist auch noch gar kein Faktor hier. Schon gar nicht offensiv. Oh, Yazabal, aufmerksam und wichtig. Dann Katastrophenpass zur Einladung. Oh. Das habe ich jetzt ehrlich, aber ich habe es gar nicht gesehen. Aber auch null verstanden, dass ich auf einmal keine Innenverteidigung mehr habe. Da hat Gertrude gepennt. Aber heftig. Ich glaube, das gucken wir uns gleich nochmal in der Wiederholung an. Zumindest, wenn ich dran denke. So, Matthijs Teel kriegt den Vortritt vor Vardy. Bebeto kommt. Wie gesagt, auch eher nur der Gedanke, dass ich den ausgemaxt haben will. Und dann interessiert mich die Karte nicht mehr so sehr. Okay. So, dann Goriro Riraran. Die Karte hätte ich auch gern mal ausgemaxt. So, Davis für Ausnes, der heute auch nicht überzeugen konnte. Und Rodrigo de Paul für Jude Bellingham. Also der übliche Fünferwechsel. Weiter auf Kurs Sieg. Und zur Erinnerung, wir brauchen 4 Siege aus 4 Spielen für Division 1. Also wenn wir das hier noch schimmelig verzocken, ist der Traum schon mal vorbei. Bebeto mit einer schönen Bewegung. Matthijs Teel. Schöner Vortrag. Oh, Yazabal. Da war mehr drin. Aber sowas von mehr drin. Richtig gute Bewegung. Ich glaube, von allen 4 Protagonisten. Und das war eigentlich unbedrängt, für mein Gefühl. Oh, Yazabal mit dem Schritt vor den Verteidiger nahezu unbedrängt im Kopfball. Den kann man auch gerne mal aufs Tor drücken. Und dann ist der aus der Distanz doch eigentlich, wenn man nicht gerade José Sá heißt, unhaltbar. Kleine Vorentscheidung, verzockt. Goriraran, der Mexikaner. Sven Boy kommt, nächste Flankensituation. Wieder gutes Ding. Bebeto kriegt den Kopfball nicht gewonnen. Trotzdem zweiter oder mindestens dritter Ball bei den Playmakers. Mal verteilen das Ding. De Paul. De Paul. Foul? Kein Foul. Zu hektisch. Davis. Nee, Davis übertreibt nicht. Zieht zumindest das Schuss antäuschen. Oh, Yazabal. Jetzt geraten die Torhüter in den Mittelpunkt. Jan Oblak. Ich glaube, einer der wenigen Standardkarten-Torhüter, die man auch im Endgame nutzen kann. Ecke kommt auf Matthijs Teel, der eigentlich alles andere als unser kopfballstarker Kaltstürmer ist. Oh, Van Dijk, da hätte er nicht rausgehen dürfen. Abseits. Bitte abseits. Ich habe doch bitte gesagt. Ich habe doch bitte gesagt. Morata. Morata, ja, verdient. Ja. Warum nehme ich Van Dijk und gehe aus der Kette? Warum? Selber schuld. Da, da. War der nicht mit dem Fuß im Abseits? Also, genau da, wo das Bild aufhört, war doch der Fuß im Abseits. Ah ja, okay. Zu viel weggegeben an Chancen. Müssen wir uns nicht beschweren. So, Matthijs Teel nochmal. Ja, aber soweit leistungsgerecht. So ehrlich müssen wir sein. Ah, Thomas Lemar kommt für Lino. Also, ganz sicher kein defensiver Wechsel. Bei den Roche Blancos. Jetzt aber wieder die Playmakers. Nächste Flankensituation. Goriro ran. Zwickt Oblak zur Parade. Casemiro, wichtig. De Paul weiß mit diesem erarbeiteten zweiten Ball nichts anzufangen. Den kriegen wir. Und können selber wieder kurbeln. Oh, ja, ich hätte eigentlich gedacht, das Sprinten annehmen war nicht so clever. Bebeto, gute Bewegung. Bebeto, gute Bewegung. Bebeto hat keine Idee. Bebeto hat keine Idee. Bebeto hat keine Idee. Warum hat er nicht die 7? Sven Boy hat keine Idee. Ja, wieder Bebeto. Bebeto. Und dann ist das Bällekin weg und wir haben keinen Rechtsverteidiger. Läuft der Konter. Konter läuft. Casemiro läuft hinterher. 86. Oh, De Paul, wichtig. Gut abgekocht. Von Rodrigo de Paul und dann so ein Katastrophenball. Dann aber auch von ihm zu hektisch. Wer erzwingt jetzt hier vielleicht noch was? De Paul, Fuß vor, wichtig. Und wieder Fuß vor. Ja, stehen stabil. Casemiro, langer Hafer. Teel. Yeah, na, ja, zweiter Ball bei den Playmakers immerhin. Davis.
Jetzt keinen Schimmelball da hinten. Van Dijk verteilt das Ding. Ja, Fußball. Fußball. Glück gehabt von Boy. Bebeto geht auf den Flügel. Plus 3. Platzt hier schon der Aufstiegstraum. Guerrero ran. Alibi-Flanke. Ja, genau so sah sie auch aus. Einfach nur reingeträufelt an Fünfer. Immer noch ein bisschen Zeit. Eine noch. Nein! Hängen geblieben. Kein Fuß geht vor. De Guzman wollte ich schon sagen. De Griezmann ist auch nicht richtig. Griezmann ist richtig. Kommt aber die Flanke abgefangen und es ist vorbei. Zu wenig. Und damit platzt schon im ersten Spiel der Aufstiegstraum. Ich glaube, ein leistungsgerechtes 1-1 an der Stelle. So ehrlich wollen wir sein. Aber na klar, wenn du so ein Tor verschenkst mit falscher Abwehrbewegung, dann bist du es ein bisschen auch selber schuld. Selbstverständlich. Ach, jetzt war ich wieder... Ach, ja, das ist genau das. War ich wieder zu hektisch. Wollte ich euch die Torszene noch zeigen oder die Parade noch zeigen. Okay, dann zu hektisch. So, mir ist gleich. Wir öffnen einen von den beiden. Bitte einmal in den Chat. POTW oder ECC reinballern. Was ihr zuerst geöffnet haben wollt, kann natürlich aus beiden Boxen einer sein, der uns dann in der Stammelf sofort weiterhilft. Oder zumindest im Kader. Da ist zum Beispiel der Samuel Lino, sehe ich gerade. Den hat er vielleicht gezogen. Hatte Glück für seine Athleti-Theme-Team-Elf. Ja, gucken wir mal, worauf ihr zuerst Bock habt. POTW, also Players of the Week zuerst öffnen oder ECC zuerst öffnen. Champions League Anlass Box. Worauf habt ihr Bock? Einmal in den Chat ballern. Und dann geht's auch schon weiter. Im Klassenerhaltskampf, ehrlicherweise. Dann sind wir wieder dabei, Division 2 zu bestätigen. Jay Johnson, schönen guten Morgen. Schön, dass du auch wieder herfindest. Manni lässt sich auch einen Kommentar entlocken. Ich würde mal sagen, zum ersten Mal hier, oder? Schön, dass du hergefunden hast. So, ich glaube, ECC gewinnt das Ding knapp. Aber wie gesagt, Player of the Week kommt dann nach dem nächsten Spiel. So, von der Emotion her ist hier nicht so viel drin. Hier ist aber auch bei Phil Foden, ehrlicherweise. Das ist auch so eine Karte. Eigentlich non grata wegen Man City. Aber der Typ ist, glaube ich, ganz in Ordnung. Also habe ich jetzt auch kein Gefühl oder keine Erinnerung oder kein Erlebnis, wo ich mir sage, Phil Foden ist ein Drecksack, den will ich löschen. Deswegen, na, wir haben ja Bernardo Silva auch schon im Kader behalten. Wäre ein Phil Foden auch nicht absolutes Drama. Müller hätte ich ehrlich gesagt, Müller ist cool. Also hätte ich gar nichts gegen. Oh, das ist der Fahi. Also, das ist der Erste, der mir einfällt. Ligue 1. Das ist der Fahi. Das ist der Fahi. Und wo war der im Gespräch? Stuttgart? Drecksbull Leipzig? Hurenball Leipzig? Bei irgendwem war der im Gespräch. Wolfsburg. Aber der war auf jeden Fall in der Bundesliga im Gespräch. Ist es dann nicht geworden. Und das scheint ihm nicht schlecht zu stehen. Bei Lens geblieben zu sein. 93 ist jetzt nicht so verkehrt. Wird dann, glaube ich, zu 96 durch unseren Trainer. Ist 92 Finishing, ist körperlich gut dabei. Das ist so erstmal das Wichtigste. Stamina 74 ist nicht so cool. Hat der Super Sub? Hat Super Sub, Hallöchen! Kommt sofort in Kader. Acrobatic Finish, First Time Shot, Through Passing. Ja, ja, ist okay. Ist okay. Nehme ich. Spielt nur, das seht ihr wieder nur verdeckt, spielt nur den Mittelsturm. Okay, das ist nicht so geil. Aber ist okay. Nehme ich. Racing Lens. Fand ich früher, glaube ich, mal ganz witzig. Ich glaube, die haben irgendwann mal im Europapokal gegen eine deutsche Mannschaft gespielt. Schöne Farbe, schöner Name. Racing Club de Lens. Kann ich mitarbeiten. Also, Vahi. So schlimm ist das nicht. Und dann packen wir ihn mal rein. Wo ist er? Da ist er. Und zwar für... Ah, komm, Matisse, du bist... mach mal weg. Okay. So, so schnell geht's. Neue Karte, neues Glück. Und dann rein ins zweite Spiel. Der war bei Leipzig im Gespräch. Ja, ich glaube auch noch woanders. Ich glaube, bei Leipzig kam relativ schnell dieses Openda-Gerücht, was ja dann auch umgesetzt wurde. Vahi muss ich nicht leveln. Vahi ist schon 93 fertig, weil Team of the Week. Das war keine Levelkarte. Der ist fertig. Deswegen, das passt.
Das ist ja auch immer so der Vorteil, wenn du so eine Levelkarte, Level 1, ziehen kannst, vielleicht auch mit Sterneverträgen versus die fertige Karte schon aus dem Team of the Week irgendwie kriegen. Spart dir natürlich jede Menge Mühe und dann auch Experience Points, Trainer und so, wenn das dann sofort ausgemaxt ist. So, wir spielen gegen Hurenball Bragano, also auch so ein Leipzig oder Red Bull Dreckskonstrukt. So, Alfonso Davis hat sich aufgedrängt im Training. Mikel Oyarzabal bleibt quirlig. Jamie Vardy hat sich aufgedrängt. Wir haben einen zweiten Super Sub, der kommen kann. Meine Fresse, dann muss unser Lieblingsengländer eben beginnen. Warum auch nicht? Für die, die neu hier sind, warum spielt so ein Käsemann bei uns Stamm? Alles alte MyClub-Helden. Da ist ein bisschen Emotion hinten dran. So, und damit der uns nicht komplett durch das Angriffsviertel spaziert, kriegt der Anchoring. So, Manmarking. Casemiro verstopft. Kire, Honey. Warte mal, was ist das für ein Gegner? Bin mal gespannt jetzt. Das sieht nicht ausgemaxt aus. Bella Kotschap, Süjic. Ist es eine Bundesliga-Truppe? Nee. Tapia Pera. Komisch. 2800 ist jetzt nicht so schlimm, aber klar, bei mir ist das alles schon ein bisschen ausgeprägter. Ich bin wohl schon ein paar Wochen länger dabei als der Kollege. Ist okay. Dann nehmen wir die Favoritenrolle an der Stelle an, dass wir dieses Spiel alleine schon aufgrund des besseren Werkzeuges gewinnen müssen. Viva Revolution, wunderschönen guten Morgen. Ja, das ist extra Motivation, absolut. Gegen Hurenball, gegen Red Bull Konstrukte darfst du nicht verlieren und Tabellenkonstellation ist ja auch jetzt eine kritische geworden. Aber Mannschaft ist besser, wir sind guter Dinge, es ist ein Heimspiel, der Stream ist gut gefüllt. Kurzum, keine Ausreden mehr für die Let's Playmakers 11 hier Leistung zu zeigen, zu bringen. Ja, Gertrude. Einmal schön den Flügel bedienen. Sven Boy hat wieder Luft. Nimmt Ødegaard mit. Ja, Pässe kommen ein bisschen zu schwach, aber nicht schwach genug, um den Ball zu verlieren. Weiter kurbeln. Oh, das hasse ich ja wie die Pest. Wenn du im falschen Moment auf Passen drückst, er den dann so kümmerlich direkt nimmt. Also das können sie gerne mal ein bisschen überarbeiten. Also dieses ganz Verhungern. Weil du vielleicht eine Zehntelsekunde zu spät sagst, so, ich möchte eigentlich jetzt abspielen. Das ist nervig. Wird in dem Fall nicht bestraft. Wir kommen am Ende auch zum Abschluss über Casemiro. Aber den sieht Ochoa gut und dann ist das eine leichte Fangaufgabe für den Mexikaner. Erster Vortrag der Gäste. Santi Cazorla. Aber kriegen wir ab. Oh, was läuft denn? Was ist denn das? Oh ja, Sabal läuft am Bällekin vorbei. Jetzt aber mal mit dem Double Touch in die Dynamik kommen. Bellingham, oh ja, Sabal. Ja, da hat er Glück, dass er den irgendwie. Will er fast stehen bleiben? Mit Bellingham im Zusammenspiel. Jude Bellingham, ist er dynamisch genug? Ist er. Und dann, warum spiele ich ab? Ja, weil der so komisch an mir vorbeigeglitten ist. Eigentlich hatte er den Fuß schon vor. Die Situation so ein bisschen unter Kontrolle. Nee, keine Idee, das war wieder blöd. Aber auch von ihm keine Idee, Oyarzabal! Da schenkt er uns mit diesem Katastrophenpass eine gute Situation. Auch Oyarzabal-Karte mittlerweile ausgemaxt. Klar, wir sind jetzt irgendwie in der fünften oder sechsten eFootball 24 Woche. Jetzt werden so die ersten Karten dann auch langsam ausgemaxt sein. Oder sie werden schon wieder längst aussortiert sein. Nächster Abschluss, Oyarzabal. Da war der Superschuss nicht die richtige Idee. Was macht Hani? Hani macht einen Double Touch durch die Beine. Das ist pervers. Und jetzt wird es über Umwege dann mit einem Ballverlust bestraft. Ødegaard kurbelt mal ein bisschen. Keiner kommt mit. Jetzt kommt Bellingham. Kommen wir mal mit ein bisschen Dynamik durch das Mittelfeld. Nein, kommen wir nicht. Dann wieder zu hektisch geklickt. Super Kanzel kommt nicht mehr rechtzeitig. Thema für Red Bull selbst gelöst. Ne, ist auch wieder kein allzu beschwingter Auftritt der Playmakers. Das geht auf jeden Fall besser. Davis. Oh ja, Sabal, jetzt mal ein bisschen Luft da. Ein bisschen grüne Wiese.
Bellingham muss abbrechen, nur um nochmal neu aufzuziehen. Jetzt haben wir auf der linken Seite mal ein bisschen Luft. Vardy, Jamie Vardy hat den Kopf oben für Bellingham. Okay, Abschuss ist da. Grund solide. Ja, guter Punkt. Also für ein Red Bull Team ist das noch sehr bescheiden investiert. Vielleicht ist das auch sein erstes Wochenende. Oder da ist auch ein Theme-Team-Gedanke hinter. Ich möchte nur mit GP-Spielern oder mit welchem Filtergedanken dahinter auch immer eine Mannschaft bauen. Das Atleti-Team eben fand ich ja ehrlicherweise ganz charmant. Wer weiß, was für eine Überlegung hier dahinter steckt. So, Davis geht mal die linke Seite entlang. Bisschen Raum für euer Sabal. Schöner Pass. Und dann steht der Fonsi da vorne endlich frei. Kann er sich durchsetzen? Nein. Verhaspelt sich, verliert den Ball fast ohne Einwirkung. Dann mit Einwirkung, Szene wieder gelöst. Also irgendwie ist gerade so ein bisschen der spielerische Wurm drin. Euer Sabal, Bellingham. Box to Box, da muss viel mehr kommen. Vor allen Dingen offensiv. Da hatten wir letzte Woche schon einige Riesenszenen vom Ex-Dortmunder. Heute noch ohne Szene. Halbe Stunde rum. Davis. Schneller werden Außenverteidiger nicht mehr. Vielleicht mal mit Dynamik. Nee, abbrechen. Einmal verteilen die Murmel. Boy mit Platz. Wenn das kein Abseits ist, ist es gut. Ja, Fahne bleibt unten. Ödegaard hat ein bisschen Luft. Und zieht irgendwie ein schimmeliges Foul. Das war eigentlich gar nichts. Nehmen wir natürlich gerne mit. Ödegaard natürlich auch kein ausgewiesener Außenspieler. Da fehlt ein bisschen die Dynamik. Martinez knüppelt das Ding rein. Zweiter Pfosten, euer Sabal. Zweiter Ball bei Boy. Szene lebt. Casemiro. Keine Idee. Wieder schlecht. Und Kontereinladung. Sulemana. Ja, Gertrude ist, glaube ich, irgendwie hohe 80er-Werte bei Sprinten. Der heimliche Rechtsverteidiger. Da muss ich mir im Laufduell keine Sorgen machen. Schön gelöst. Und vielleicht... Nein, wollen wir gar nicht drüber diskutieren. Natürlich kein geiler Konter. Van Dijk, aufmerksam. Und wieder aufmerksam. Schön verteilt. Bellingham, schön. Jetzt weiter. In der Bewegung bleiben. Vardy, auch noch kaum zu sehen. Vardy gegen Soyuncu. Man kennt sich, aus Leicester. Vardy auf Davis. Jetzt fehlt er selber im Zentrum, aber Davis kann sich nicht mal zur Ecke laufen. Mein Gott, es ist, fehlt so komplett der Punch bei der Truppe. Was ist da los? Ja, ist schön. Neutralisieren zwischen den Boxen. Und dann Halbzeit. Dass ihr noch da seid, ist eine komplette Überraschung. Krampfhafte erste Halbzeit für die Playmakers. Erste Pfiffe im La Bombonera zu hören. Ja, auch wenn wir Red Bull Fiumicino heißen die wirklich? Ne, Bragantino heißen die. Ja, das ist sein Geburtsort. Auch wenn wir sie gut in Schach halten und ja, neutralisieren, nach vorne selber geht da noch nicht genug. Lücke ist da. Lücke ist tatsächlich viel zu sehr da. Und das ist der erste gute Abschluss und das ist die frühe Führung in der zweiten Halbzeit für Red Bull. Ja. Anthony Martial schlüpft durch. Das war eigentlich relativ einfach. Und ist dann auch noch einen Ticken schneller als Gertrude. Wo ich eben noch sagte, im Laufduell mache ich mir da die wenigsten Sorgen. Und jetzt hätte ich gerne eine Antwort. Eine Reaktion. Weil so wird das nichts mit dem Klassenerhalt. Und wer hat schon Bock unter der Woche Division 3 zu grinden? Euer Sabal, Kopf ist oben. Starker Kopf ist oben. Boy! Vardy, na, da spekuliere ich ein bisschen darauf, dass er den Innenverteidiger nimmt und einen Schritt von Vardy wegmacht. Falsch spekuliert. Und damit gute Chance auf eine Antwort. Ruiniert. Bitte kein blöder Elfmeter. Bitte kein blöder Elfmeter. Geht nochmal gut. Schuss geblockt. Stolpert sich damit so einem Skillstick-Manöver irgendwie durch. Ja, Sandro, sehr gerne. Kann ich gerne an der Stelle auch nochmal wiederholen. Ne, wir spielen hier mit Moody 99 Mod und mit schönerem Rasen Mod von Endo. Also alle
Evo-Freunde, die auf PC unterwegs sind, geht ins Evo-Web. Ich glaube, der Andreas, der Lokführer, hatte das auch schon mehrfach verlinkt hier. Direkt zur Mod, aber generell aufgesagt, alles im Evo-Web. Die geilsten Mods, nicht nur für eFootball, auch für PES 21, 6 etc. pp. Da sind all die Modder und Hilfestellunggeber zu Hause. Kann ich euch nur empfehlen, wenn ihr euer eFootball oder PES-Erlebnis ein bisschen aufwerten wollt. Geht im Evo-Web mal umschauen. So, Katastrophenrisikopass. Oh, Euer Sabal! Euer Sabal wird nicht attackiert! Da warte ich auf die sichtliche Reaktion, dass er den Spieler irgendwo nimmt. Und dann nimmt er den irgendwie nicht. Und dann bleibt der Soyuncu ganz stabil in der Schussbahn stehen und einfach gar nichts passiert. Aber okay. Ecke Ødegaard. Casemiro. Jawohl, da ist nochmal der Link für alle live auf Twitch zur Mod, die wir heute nutzen. Und ja, wer auf YouTube reinschaut, der kriegt die Verlinkung immer in der Infobox zu sehen. Und so ein Evo-Web-Account lohnt sich auf jeden Fall. Also ist kostenlos, aber man muss sich tatsächlich anmelden, um alle Tiefen des Forums sehen zu dürfen. Aber kann ich euch nur wärmstens empfehlen. Seit Jahren eigentlich. Jahrzehnten wahrscheinlich. Evo-Web für Mods und Patches, Tipps und Tricks und alles, was PES und Evo angeht. Eine sehr schöne Heimat. Nakata, schönen guten Morgen, schön, dass du auch nachher findest. Nachdem du letzte Woche zurückgekehrt bist mit der Ansage, du hast seit 100 Jahren kein PES mehr gespielt oder was, ne? Ødegaard entschlüpft! Ødegaard entschlüpft! Nein! Ein Kontakt zu viel! Ein Kontakt zu viel von Martin Ødegaard. Aber so ein bisschen merkt man jetzt vielleicht so diese Dringlichkeit. Der Playmakers, nächste Schimmelecke. Wieder wird Casemiro gesucht. CR15283. Ist das die Quersumme ist 7? CR Quersumme 7? Wahrscheinlich nicht, ne? Aber ja, schön, dass du auch hergefunden hast. Ich glaube auch zum ersten Mal, oder? So ein Quersummen-Nickname, da würden wir uns noch dran erinnern. So, und wo wir jetzt hier ein bisschen dringlicher werden mit unseren Angriffen, ist es dann vielleicht auch mal Zeit, den Super Sub gleich zu zünden, den Vahi mit seinem kompletten Playmakers-Debüt tatsächlich, nicht nur in Evo 24. Gertrude, das war eine Szene, da machte sich die Geschwindigkeit dann wieder bezahlt. Ødegaard, schön gequirlt. Jetzt einmal die Seite komplett verlagern. Da ist nämlich ganz viel Platz für Bellingham. Und gib Tempo. Und gib Tempo, Jude. Und der Alfonso kommt mit. Jetzt bricht er wieder ab. Ja, nimmt das Tempo raus. Wer weiß, wer da von der Außenlinie reingerufen hat. Zurück! Aber ich hätte ihn doch lieber weiter vorne gesehen. Müssen wir jetzt auch langsam. Letzte Viertelstunde bricht an. So, den Freistoß machen wir noch. Ja, den macht der Martin rein. Den macht der Martin rein. Den macht der Martin nicht rein. Es ist nicht zwingend genug. Ganz einfach. So, Vahi kommt. Für Vardy klingt fast gleich, hoffentlich mit anderem Ertrag. Bebeto kommt für Martinez, haben sich müde gelaufen. Ja, im Endeffekt wird das jetzt, ja, es wird eine komplette offensive Rotation geben. Brahim Diaz besser trainiert als Kudus. Aber Kudus kann auch 8. Kudus kann auch 8. Kann der Maxi auch 8? Kann er nicht. Dann kommt Kudus. Offensiver aufstellen und wechseln können wir nicht mehr. Oh, Nakata hat eine Gang mitgebracht. Das ist ja schön. Ist das dann quasi eine Empfehlung von dir, dass die auch mal reinschauen sollen? Mehr Schmeichelei geht ja nicht. Dann schön, dass ihr alle hergefunden habt. Für maximale E-Football-Unterhaltung, zumindest was das Mikro angeht. Nicht vielleicht so sehr, was die Qualität auf dem virtuellen Rasen angeht. Schimmelglück von Bebeto! Schimmelglück von Bebeto! Und Brahim Diaz mit seinem ersten Ballkontakt! Den musst du eigentlich reinlegen, du Weltfußballer-Kandidat. Irgendwann mal. Oh! Mein, klar stolpern wir uns da auf der Außenbahn durch. Aber egal. Die Chancen musst du nutzen und nehmen. Vor allen Dingen so kurz vor Toreschluss bei 0-1. Brahim Diaz. Ja, wichtig. Quirlt, quirlt, quirlt gut. Brahim hat den Kopf oben. Hat den Kopf oben. Und kriegt ihn nicht durchgestopft. 80. Minute. Ja, schöner Double Touch. Aber Sven Boy kommt. Sven Boy. Sven Boy. Ne, Sven Boy kommt nicht. Wer ist das? Suleiman. Ah, Sulemana. Das ist bestimmt hier 99 Speed. Ja, der hat Bock.
Jetzt kommt der Double Touch. Nee, kommt er nicht. Ich krieg den Fuß nicht, ich krieg den Spieler nicht. Also, auch wenn das viele Spieler sind, die wir so nicht kennen oder wo man sich wundert, was machen die in einem vermeintlich guten Team von Dream Team. Ja, das scheinen, glaube ich, wohl überlegte Spieler zu sein, die dann mit GP gekauft wurden. Ja, Shanatip Songrasin habe ich unten auftitschen sehen, auch ein sehr bekannter Spieler bei uns. Dribbelt stark und so. Ja, ich glaube, der Kollege hat sich die Spieler schon bewusst rausgesucht. Vielleicht nach Player Skills, Zirkusfußballer, Dribbelstärke. Das ist nicht einfach nur so zugelaufen und auf gut Glück mal eine Mannschaft aufgestellt. Da ist Überlegung hinter. So Yunchu ist der vielleicht schnell als Innenverteidiger, hat der gute Player Skills. Ochoa ist der vielleicht nur cool, geile Friese, was weiß ich. Also von daher, ja, ich glaube, da ist schon Überlegung hinter und er weiß auch zu klicken. Seien wir mal ehrlich, der Daniel Kire vom SC Freiburg. Und langsam nähern wir uns dem Abpfiff und somit dem zweiten sieglosen Spiel. Und dann ja, wird es super kritisch, was Klassenerhalt angeht. Gute Dynamik! Kurzer Pfosten belegt. Ui, da werden Abos verschenkt. Sehr schön. Kurbelt mal fleißig an, Freunde. Sehr gerne. Ihr kennt ja zum Beispiel, was Abos angeht, so diese Werbeproblematik. Ich habe überall bei Werbung auf Nein geklickt, aber Twitch will natürlich Geld mit uns verdienen, dass wir hier die Plattform nutzen. Und so ist die einzige Chance, um hier werbefrei zu laufen, ein Abo abzuschließen, wo Twitch sich dann irgendwie 70% einbehält oder so. Von daher, ja, macht euch das Erlebnis so zumindest ein bisschen angenehmer. Böse Grätsche von Harry Winks. Der spielt, glaube ich, mit Jamie Vardy zweite Liga gerade. Nimmt das Tempo raus. Den Konter lässt er also nicht zu. So, Sven Boy oben schicken. Klappt. Schön durchgebrochen. Schön durchgebrochen. Gibt es nochmal eine Flanke? Ja, die gibt's. Van Dijk verlängert das Ding, aber auf die ein bisschen zu krass auf dem zweiten Pfosten. Egal. Alphonso Davies! Ausgleich! Wir schimmeln es noch hin. Bebeto hält seinen Kopf hin. Mit all seiner Routine weiß er, dass er noch auf den ersten Pfosten gehen muss. Ist das verdient? Weiß es nicht. Auch wieder so ein holpriges Spiel. Also heute bin ich ehrlicherweise auch mit mir selber sehr unzufrieden am Pad. Aber jeder Punkt hilft natürlich irgendwie im Kampf um den Klassenerhalt. Division 2 absteigen live im Stream. Kostet immer Abos. Oder auch mich. Ja, glücklich. Muss man so festhalten. Da ist noch sehr viel Sand im Getriebe heute. Bei den Playmakers. Auch wenn sich das jetzt gar nicht so schlecht liest. Aber okay, nehmen wir mit. Scharfe Flanke zum 1-1. So, haben wir hier irgendwie Level-Ups greifbar? Nicht so wirklich. So, wir brauchen aus den letzten zwei Spielen 5 Punkte. Das hat sich im Endeffekt an der Ausgangslage nichts verbessert, beziehungsweise nichts getan. Das hätte ich auch verlieren können und ich hätte trotzdem die letzten beiden Spiele gewinnen müssen zum Klassenerhalt. Also von daher, kurzer Aufreger, kurzes Aufschreien, aber irgendwo war das wieder zu wenig. War das wieder zu wenig von den Playmakers. Okay, dann gucken wir mal, ob hier aus der Spieler der Woche Box irgendjemand fällt, der uns weiterhilft. Auf Anhieb, wie gesagt, auch hier keine Emotion drin. Lassen wir uns einfach mal überraschen, wer es wird. La Liga. Dann wird es der Lino. So der erste Gedanke. Und das sieht nach einem Atleti-Trikot aus. Jawohl. Samuel Lino von Atletico Madrid. Karte sagt mir jetzt ehrlicherweise nichts. Was ist es? Linke Seite komplett. Mittelsturm. Und 8. Also hat er wahrscheinlich irgendwie was sehr Spezielles gemacht unter der Woche, was ihn für Team of the Week qualifiziert hat. Hat 79 Finishing, also ich sehe ihn jetzt eher weniger im Mittelsturm. Auf der anderen Seite bei der Geschwindigkeit von über 90. Konterspieler, gut am Ball. Aber dann, glaube ich, eher auf Linksverteidiger zu Hause. Ja, wobei das Aggression 66 und das... Also, boah. Achter, ja, kurbelnder Achter vielleicht. Was sagen die Player Skills? Bisschen Zirkus, One-Touch, Outside-Curler, Intercept. Ja, ja, keine schlechte Karte. Und ich gucke mal, ob ich die auch sofort unterbringen kann.
für den Kader, dass wir ihn zumindest mal greifbar haben, vielleicht für heute. Ja, komm, dann nehmen wir ihn mal für Rodrigo de Paul rein. Ja, wobei de Paul spielt mir auf der Achse super viel. Er spielt nur die 8 und Linksverteidiger. Okay, dann machen wir es ganz dramatisch. Ersetzt der Ausnes. Machen wir das mal komplett. Ausnes war, glaube ich, unser allererster Spieler der Woche, die wir gezogen haben seit der Rückkehr zu eFootball 24. Trackback, nicht schlecht, genau. Generell für alle Spieler, die irgendwie Mittelfeld oder Defensive spielen, Trackback. Sehr gut. Deswegen auf der 8. Vor allen Dingen bei unserem Rautensystem ist Trackback nicht verkehrt. Aber wirklich zu Hause ist er natürlich auf Linksverteidiger, weil zum einen die Karte Linksverteidiger drauf hat und auch der Playing Style Attacking Fullback war. Dieser Player Style wird natürlich komplett außer Kraft gesetzt, wenn du dann auf der 8 oder auf dem Linksaußen stellst. Christian Panda heißt der. Ich wollte gerade sagen, Peter Panda? Christian Panda heißt der Linksverteidiger. Peter Panda ist Finanzvorstand mal gewesen bei Schalke, glaube ich. Peter Panda oder sowas. Aber Christian Panda, der glatzköpfige Linksverteidiger von Schalke, Hannover und so weiter. Das war unser Ausnis, genau. Den haben wir jetzt lang genug auf der Linksverteidigerposition rumstolpern sehen. Das ist gar nicht mehr so verkehrt. Jetzt sehen wir aber eher Alphonso Davies erstmal rasieren mit Pfeil nach oben. So, Oyarzabal. Ja, machen wir es so. Ja, die Stammzuschauer wissen das. Pfeile sind wichtig. Wie kann der Pfeil nach unten haben? Wie kann der Pfeil nach unten haben mit einer, ich glaube, B-Wochenform? Wie geht das? Und Form Standard. Kondition rot. Corona darf nicht spielen. Das ist wahrscheinlich eine Chance von 0,2%, dass so eine Konstellation an Wochenform und so Form und so rot sein kann, oder? Das ist krass. Krass scheiße. Aber gut, dann wird Jamie Vardy eingewechselt in der zweiten Halbzeit. Das ist auch super Sub, auch okay. Müssen wir jetzt mit arbeiten. So, Anchoring auf Oyarzabal. Auch lustig, dass ich immer die gleichen Einstellungen vornehme und das trotz super überschaubarer Leistung bis jetzt. Also irgendwie weiß ich nicht. Das ist auch wieder. Und das ist dann so, so ein paar Spielen abseits des Streams, wo es dann ähnlich rumpelig läuft, denke ich mir so, das kann nicht alles sein. Lass mal an der Taktik rumspielen und dann bringt das eigentlich auch nichts. Norm, schönen guten Morgen, schön, dass du auch noch reingerutscht bist. Basti, die Gegner, wie auch all die Jahre bei eFootball PES, sehen die Logos nicht. Das ist rein kosmetisch auf mein PC oder bei euch dann, wenn ihr patcht. Der Gegner sieht dann dieses komisch schimmelige Rai Vallecano Fake-Logo und diese ganz schlimmen Standard-Trikots von Konami, weil die das nicht reingepatcht haben. Also immer klar können Leute gegeneinander gelost werden, die beide den gleichen Patch drauf haben. Dann sehen sie das Gleiche, aber generell ist das erstmal nur eine kosmetische Aufhübschung des eigenen Rechners, des eigenen Spiels. Davis, Schimmel, 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 ohne Player Skill Marseille Turn. Oh, der ist wichtig, kriegt den Fuß nicht vor. Und dann bricht auf einmal Mbappé durch, der ist in der Regel nicht mehr einzufangen. Gertrude hat die Schulter drin, stark. Wichtiges Laufduell von Gertrude, da nicht früh in Rückstand zu geraten. Kudus pennt. Sven Boy pennt nicht. Jetzt hat Kudus dann endlich mal die Seite für sich. Kudus, auch eine der schnelleren Karten im Kader. Martinez hat den Kopf oben, nimmt Kudus mit. Aber Verteidigung bleibt aufmerksam. Zumindest ohne Ball am Fuß. Oyarzabal, Foul. Foul, aber stark. Gut gezogen. Gute Position, glaube ich, auch. Xabi Alonso. Oh, Marv, schöne Frage. Also mir macht es ehrlicherweise seit dem Update vor, glaube ich, 5 oder 6 Wochen. Oh, Kollege nimmt den Torwart. Oh, Kollege nimmt den Torwart. Ja. Dann machen wir doch mal hier den hier. Kollege weiß aber, dass ich weiß, dass er es weiß. Also nächster Freistoß geht auf die Mauerecke. Aber ein kleines Zeichen gesetzt.
dass wir wissen, dass die manuelle Torhüter-Steuerung am Start ist. Also, vor 5 Wochen, ne, mit Update auf EVO 24, seitdem bin ich wieder da und spiele auch sehr, sehr viel. Grinde wieder rein, Ziel bleibt Division 1, danach gucken wir mal, was die Motivation sagt, aber ehrlicherweise natürlich auch speziell, was den Stream angeht, was so euer, was so eure Lust am Thema macht und ihr einschaltet oder eben auch nicht. Also das ist so für den Moment so das Vorhaben. Division 1 angreifen, aber es bockt. Also Gameplay war ja, glaube ich, immer das wenigste Problem bei EVO. Und ja, Inhalt ist relativ ähnlich. Vielleicht das ein oder andere, der ein oder andere Pokal mehr. 50 Coins hin oder her mehr zu erspielen. Aber es ist sehr ähnliches, sehr ähnlicher Aufbau, sehr ähnlicher Ablauf durch die Woche. Also wenn du jetzt von EVO 23 komplett angeödet warst, dann holt dich 24 vielleicht auch nicht sehr lange, wenn überhaupt, wieder richtig konstant vor den Bildschirm, aber mir gefällt es soweit. Und mit diesem, wie gesagt, Division 1 Ziel habe ich auch noch ein bisschen was zu tun, zu entwickeln. Jetzt mal über Kudus. Warum sprinte ich in den Verteidiger rein? Ja, weil ich denke, der orientiert sich nach oben. Leider nicht aufgegangen. War eine Riesenszene. Juve bietet auch sehr viele Räume an. Wir wissen es nur nicht zu nutzen. Der war so absehbar, der Querpass. Und wir kriegen den Abpraller nicht. Schade, da war mehr drin. Hallo, Spielerwechsel. Jawohl. Ja, kein Risiko. Davis löst das sehr, sehr gut auf Kudus. Martinez sucht die Lücke. Auyazabal. Erst der Haken, dann auf Osimhen. Dann auf Osimhen. Da lässt er ihm ein paar Frames zu viel Platz. 1-0. So läuft's doch. Galli, schönen guten Mittag. Schön, dass du auch wieder reingefunden hast. Ja, der Haken war wichtig, um in die freie Fläche vor der Kette zu kommen. Und dann kriegen wir es endlich mal zu Ende gespielt. Wie gesagt, wirkt so, als gibt Juve hier sehr viele Räume her. Nicht ganz so kompakt aufgestellt wie die letzten beiden Gegner. Bellingham, Risikoball, Katastrophe. Ja, Van Dijk. Klar, wenn man so viele Gegentore bekommt, noch kein Spiel gewonnen hat, kann man nicht von einer guten Verteidigung sprechen, aber wirkt eigentlich auch eher ausgemaxt mittlerweile. Allseits stabil. Katastrophen. Zweiten Ball weggeschubst. Weggeschenkt. Und dann gibt es den Abpraller. Da kann José Sá dann auch nichts mehr retten. 1-1. So schnell geht's. So schnell ist der Vorteil wieder vorbei. Gut zugestellt. Gut, den Raum zugemacht. Oben ist Loch. Oh, das wird unangenehm. Ja. Wenn du schon siehst, dass Alphonso Davies da mit schlechter Positionierung ins Kopfballduell muss, ist das Ding ja fast schon vorbei. Oh, Martinez. Schöne Quirlerei. Wenn dann der Pass kommt. Da wäre, glaube ich, Alphonso Davies auf dem Weg gewesen. Oh, Martinez. Schön Boy mitgenommen. Jetzt muss die Flanke aber auch kommen. Die kommt nicht schlecht. Auf Osimhen, Szene lebt. Ja, schön, Casemiro, der kann auch Absatz. Ist Brasilianer. Ist Brasilianer. Bisschen gequirlt. Ja, wir bleiben in der Bewegung. Jetzt muss das Angebot kommen von Bellingham. Der hat, stimmt, der hat diesen perversen Double Touch sogar. Bellingham, guter Abschluss. Osimhen! Und wieder eine Glanztat. Also Torhüter rasten heute komplett aus hier. Ist das Manuel Neuer? Ich glaube, es ist Manuel Neuer. Ja, bisschen gescholten bei den Playmakers. Stammplatz an José Sá verloren. Aber auch Manuel kann Traumparade. Oh ja, Sabal. Kein Foul. Ne, lässt euch jetzt da laufen. Stand da ein bisschen auf dem Sprunggelenk für mein Gefühl, aber okay. Abseits. Nee, Mbappé genau richtig in der Bewegung. Schlüpft hinter die Kette. Gertrude kommt nicht in den Zweikampf. Jetzt hat er sich ein bisschen verlaufen. Alibi-Abschluss, kein Thema. Vielleicht können wir noch einen Konter draus machen. Ja, das war dumm. Stumpf und hektisch. Guck. Wieder so ein unnötiger Ballverlust. Fast. Haben wir nochmal Glück gehabt, dass Casemiro da gut steht. Davis, Osimhen, oben gutes Angebot. Das sehen wir, das sehen wir. Kudus, Kudus, Kudus. Ja, Stolper, Schimmel und Abschluss. Der Abschluss nicht hin. Wär klar, wäre wieder gestolpert gewesen. Aber das nehmen wir dann natürlich gerne mit oder halt eben nicht. Bishop, auch wieder am Start. Schön, dass du wieder hergefunden hast. Unser Lagerfeld. Der Mann, der seit Jahren auf den
auf den Edit-Modus wartet und ich ehrlicherweise auch, damit wir wieder unsere eigenen Trikots reinpatchen können, wie zu guten alten Zeiten. Sollen wir mal gucken, ob wir diese Traumparade finden? Das war dieser Warnschuss. So, Shot taken. Wo sind wir? Goalscorer? Nein. Wo war die Glanztat? Da war der Ausgleich. Na, kommt nochmal Manuel Nationale. Da, Osimhen, der vielleicht. Ah, das ist es, genau. Jetzt erst der Abpraller und jetzt Manuel Neuer mit allem, was er hat. Jawohl, schöne Parade. Es bleibt beim 1:1 und wie gesagt, Ausgangslage, 2 Spiele, 2 Siege, sonst Abstieg. Florio 3000, ich glaube, dein Nickname lese ich auch zum ersten Mal. Schönen guten Mittag. Auch schön, dass du hergefunden hast. Oh, wackelig. Also, ah, ich sag ja, dieses Passsystem, wo gerne mal Pässe verhungern. Ich weiß nicht, ob ich so 100% glücklich damit bin. Auf der anderen Seite, klar, klick, 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 Ping-Pong, Tiki-Taka, so ein bisschen gegenwirken. Gedanke ist nachvollziehbar. Oh ja, Sabal, schön gequirlt. Martinez hat die Schulter drin. Gute erste Annäherung. Casemiro, stabil. Abseits, abseits, abseits. Das gibt's nicht. Mbappé entschlüpft schon wieder. Mbappé entschlüpft zum wiederholten Male, Gertrude. Und dann ist er nicht mehr einzufangen. 2:1, kalte Dusche. Oh, ist das ätzend. Immer dieses Durchgeschlüpfe von dieser Drecksnummer. Ja, und jetzt sind wir aber richtig mit dem Rücken zur Wand. Jetzt fehlen 2 Tore, sonst grüßt Division 3, sonst geht's über die Dörfer. In der nächsten Saison. Osimhen, Kopf ist oben. Schöner Hackenabsatzkick. Bellingham. Traumschuss anzuziehen. Nicht die richtige Entscheidung, glaube ich. Dann spielt dann Harald. Also, der gibt so viel her. Das müssen wir eigentlich besser lösen und annehmen. Davis. Oh ja, Sabal. Kopf ist oben. Für Kudus. Und wieder zu dynamisch den Ball mitgenommen. Ja, Mbappé. Da läuft er wieder. Nicht zu fassen. Nicht zu greifen. Und Casemiro passt auf. Keine Stunde rum. Trotzdem fühlt sich das an, als wäre die Zeit fast abgelaufen. 2 Tore fehlen. Wir brauchen ein Lebenszeichen. Der Playmaker. Van Dijk. Kudus. Kurbel, Kurbel. Ja, der sollte eigentlich oben auf Bellingham direkt. Über Umwege Euer Sabal. Irgendwie gut, aber irgendwie auch nicht zwingend genug auf der wichtigsten Position im Weltfußball, auf der 10. Bellingham, jetzt kommt euer Sabalmar, geht gut entgegen. Davis, wieder Alibi, Traumflanke, jawoll! Findet nur diesmal keinen Kopf. Oh, Gertrude, der war wichtig. Jetzt vielleicht sofort in die Bewegung. Davis, Davis, wieder. Du darfst hier wirklich auch keinen Ball mit Sprinten annehmen. Euer Sabal, Kudus, einfach mal verzweifelt vielleicht schon. Kudus! Erstes Huf des Tages, 2:2. Boah, was ein Geschoss. Ja, ich glaube, dafür wurde das Wort Strahl erfunden im Fußballjargon. Was ein Strahl aus der zweiten Reihe, würde ich auch sofort wegdrücken. Da erschreckt man sich nur. Und kaum sage ich, wir brauchen ein Zeichen, kriegen wir das Zeichen. Ein Tor und wir leben wieder. Ein Tor und die Playmakers sind wieder voll. Das ist wieder so schimmelig. Oh, beide Teams viel zu hektisch im Aufbau eigentlich. Osimhen. Ja, nicht verkehrt. Wenn kein Abseits, kein Abseits. Jawohl, Szene lebt. Szene lebt. Bellingham. Ja, Bellingham. Bellingham mit dem Super Double Touch. Spiel gedreht. Playmakers sind wieder da. Und der Gästeblock rastet vollkommen aus. Oh, wichtig. Ganz, ganz wichtig in dieser unruhigen Phase, wo beide Mannschaften wieder mit Fehlpässen glänzen. Einen Fehlpass dann endlich mal zu Ende arbeiten. Komm, okay, Semiro, geh den Schritt doch. Ja, genau da. Das ist dieser Schritt, den du immer gehen musst. Immer im Weg stehen. Jetzt vielleicht auch noch mehr Räume. Osimhen gegen Van Dijk. Bullenduell. Muss er abbrechen. Das kann der Nigerianer auch. Und Davis kann es nicht. Ja, und da, ja, genau, immer die gleiche Chose, immer die gleiche Idee. Ballgewinn, wo ist Mbappé? Da vorne ist er natürlich. Casemiro, schöner Fußball. Bellingham, Ruhe. Ja, jetzt muss der. Oh, Idee war richtig.
mit dem Double Touch eigentlich nur in die eigene Bredouille gebracht, aber fast kriegt es Jude Bellingham noch gelöst. Kopf ist oben stark. Enges Mittelfeld. Jetzt müssen die Doppelpässe fliegen. Kudus. Ja, ja. Zweiter Ball. Ja, zweiter Ball bei Davis. Bellingham. Wieder mit Sprinten angenommen. Warum? Ich muss es doch mal lernen. Ich bin alt genug. Immer mit Sprinten annehmen. Bellingham weg. Ganz einfache Regel. Oh nein, nicht schimmelig. Nicht schimmelig. Nicht schimmelig. Da rutscht Gertrude der Ball durch. Und über Umwege dreckig. Immer diese Fresse da. Immer Kilian M. PayPal. Ja, noch nicht zu früh. Ja, absolut. So eine unruhige Partie. Wieder eigentlich auf dem Papier die bessere Mannschaft. Können wir uns was verkaufen? Geht so. Eher auf gar keinen Fall. Maxi Meza kommt als hängende Spitze zu seinem Stream-Debüt. So, und jetzt machen wir hinten dicht. Bringen den eigentlich defensiv ausgerichteten Rodrigo Dorado. Einen haben wir noch. Dann kommt auch Samuel Lino zu seinem sogar Let's Playmakers-Debüt. Also, fünf neue Kräfte. Allein schon für die Dramaturgie im Stream muss das hier einen Sieg geben, damit wir im letzten Spiel nochmal um alles oder nichts spielen können. Ragnitok, schön, dass du auch mal wieder dabei bist. Schönen guten Mittag. Und ich glaube auch, er spielt jetzt einfach offensiv. Irgendwann wird das zu komplett offensiv und dann müssen die Klicks sitzen. Gertrude verteilt. Och, du Schande, ist das ein Katastrophenball? Ist das ein Katastrophenball? Meine Fresse. Also wenn wir es mit so einem Katastrophenfehlpass verschenken, dann haben wir es auch nicht anders verdient. Rodrigo Dorado kriegt es nicht hin. Dafür ist Oyarzabal am Start. Komm, Kollege hat die Ruhe. Ja, Fußball spielen. Einfach nur Fußball spielen. Lino. Warum geht er ins Dribbling? Okay, kriegt er aber gelöst. Dann wieder verschenkt. Jetzt fehlt er auch noch hinten. Und Gertrude hat den Fuß vor. 87. Einmal verteilen die Murmel. Geht. Gesemiro. Ja, schöne Klicks. Bisschen aus der Befreiung oder aus dem Pressing befreien. Meza. Ja, Fuß. Nee. Ja, gut aufgepasst. Schöne Zerstörerkarte der Brasilianer. Meza. Vardy. Ah, da muss ich direkt klatschen lassen. Da geht's für meine alten Finger zu schnell. Das wäre ein richtig edler Angriff gewesen, wenn wir den noch klatschen lassen können. So, ey, Fehlpassquote, Katastrophe. Aber das sollte uns doch jetzt reichen. José Sá, nochmal auf Lino, langer Hafer. Und dann haben wir es nach Hause geschimmelt. Mit dem überlebenswichtigen Doppelpack Kudus. Bellingham. Oh. Und das Bellingham-Ding, ich glaube, das feiere ich nochmal. Das war nicht unwichtig und es war auch sehr schön rausgedouble-touched. Die ein oder andere Big-Save-Szene aus der ersten Halbzeit hatten wir auch. Manuel Neuer hält da das 1-1. Aber jetzt haben wir unser Endspiel. Nicht das Endspiel, was ich mir heute Morgen gewünscht habe beim Bäcker. Als ich gesagt habe, hey, gib mal lecker Laugenbrezel, ich habe was vor. Aber gut, dann haben wir jetzt eben das Endspiel um den Klassenerhalt. Auch nicht weniger dramatisch. Da José Sá, Parade. Ja, eine gute Karte. Haben wir letzte Woche gezogen und nochmal überlegt, so, ja, braucht man einen Torwart. Und eigentlich, wenn man sieht, wie Manuel Neuer, den wir auch im Kader haben, auch fast ausgemaxt. Wenn man sieht, was der Manuel da fischt. Ui, Kopf aber nur Zentimeter vorbei am Pfosten. Alles rausgehauen, um das Ding zu verhindern. So, da, wichtiges, das Huf, genau. Ein Kontakt, ja, wie heißt das? Rising Shot ist das, glaube ich, ne? Wenn das Ding so wie ein Strahl leicht steigt. Rising Shot als Attribut der Gunner. Und dann wenige Minuten später Bellingham im Doppelpass mit dem schönen, perversen Double Touch zu Ende gebracht. Okay, Freunde, jetzt sind wir im Endspielmodus und durch den Sieg. Erster Sieg heute im Stream. Oh je. Anderthalb Stunden gestreamt und jetzt erst der erste Sieg. Da sieht man wieder. Playmaker ist noch nicht so geil unterwegs. Haben wir unseren Matchball für den Klassenerhalt. Aber klar, Sieg ist Pflicht. Aber Sieg heißt auch, ihr dürft jetzt abstimmen.
ob wir mit diesem Sieg auch gleichbedeutend eine Pack-Opening-Geschichte haben. 745 Coins, ne? Ich spare auf nix und wer weiß, wann irgendwann mal Roberto Baggio Monsterbox kommt. Also von daher freie Auswahl. Hier würde ich mal behaupten, das ist eben eine von diesen Roulette-Boxen, die ich komplett nicht leiden kann. Du hast irgendwie zwei, drei spannende Karten oder hier zwei. Drei sind das doch immer, oder? Echt nur zwei? Ich hätte gedacht, das sind immer drei. Aber jetzt ist es ganz frech. Es sind zwei gute Karten drin. Dann so ein bisschen hübscher, aber eigentlich auch nichts ultimativ Geiles. Und dann Standardauffüllung mit 100 Chancen. Auf gar keinen Fall. Das heißt, die beiden nehmen wir wegen Qualität der Spieler. Das kann ja helfen. Hier ist jetzt, da war ich lange am Überlegen. Hier habe ich mich sehr, sehr geärgert, dass hier kein Maximeza drin ist, weil das ist so die Box, wo immer die Hoffnung ist, dass ein Maximeza aus der argentinischen Liga drin ist. Aber auch hier ist es dann 100 Coins. Natürlich ist dann die Chance, eine Karte zu bekommen, eine deutlich bessere als bei 150. Aber hier ist der einzige Spieler, den ich wirklich gerne haben würde, er hier. Sergio kann alles. Haben wir über all die Jahre auch immer als Standardkarte gezogen bei Real Betis. Jetzt weitergezogen nach Mexiko. Geile Player Skills. Ausgemaxt, glaube ich, irgendwie 92, 93. Unwavering. Spielt 8 und 10. Coole Karte. Aber ich weiß nicht, ob ich jetzt hier für Coins ausgeben will, weil der Rest wäre halt nicht so geil. Aber wisst ihr was? Das hat über all die Jahre immer gut geklappt, Entscheidungen auch in eure Hände zu legen. Also machen wir mal. POTW, ECC oder BBVA MX, MX, wie auch immer. Also eine von den drei Boxen öffnen wir jetzt mit 100 Coins. Also bitte einmal in den Chat rein, was ihr am ehesten öffnen würdet. Wie gesagt, nirgendwo irgendwo Emotionen drin. Ich meine, hier bei ECC mit Barella wäre noch, glaube ich, eine sehr, sehr geile Achterkarte, aber. Ja, vollkommen egal. Also ECC, POTW oder MX, kurz in den Twitch-Chat. Grüße an YouTube, die im Nachgang leider immer erst alles hinnehmen müssen. Ihr seid ja auch alle sonntags um 11:11 Uhr immer herzlich eingeladen. Okay, das ballert hier in ECC, aber sowas von schnell und klar rein. Also auf geht's, 100 Coins frei gespielt unter der Woche. Wer wird's? Wer verstärkt den Kader? Ich glaube, 5 Sterne ist komplett gesetzt. Oh, La Liga. 5 Sterne. Marc-André ter Stegen, Vinicius, Zubeldia. Oh, und das ist gar nicht so schlimm. Vielleicht nicht die geilste Karte, die man ziehen kann, aber Real Sociedad San Sebastian, so noch eine der Top-Mannschaften in Europa, die noch nicht komplett verhurt sind. Also Zubeldia, oh, der sieht so, dürfte die Proportion sein, aber der sieht jetzt aus wie ein 1,70 großer Innenverteidiger. Das wäre nicht so geil. 1,81. Finde ich schon wieder, geht so. Aber ihr seht es wieder nur verdeckt. Spielt von Innenverteidiger bis zum Achter alles. Das ist schon mal geil, flexibel. Ja, und ihr seht es. Der Typ ist natürlich ausgemaxt. Grundsolider Fußballer. Vor allen Dingen defensiv sehr am Start. Nur nicht sehr engagiert, lustigerweise, mit 78. Körperlich voll okay. Unwavering Form. Und jetzt wird es wichtig. Ja. Also ist jetzt natürlich keine Karte, die man wegwirft, aber es ist auch keine Karte, die man sofort und unbedingt einwechseln möchte. Geschwindigkeit ist für einen Innenverteidiger noch voll okay, aber da fehlt halt die Größe. Sprungkraft 2, also es ist kein Innenverteidiger. Nee. Normalerweise, das habt ihr ja letzte Woche zum Beispiel bei Östigard gesehen. Kann ich an der Stelle mal rauspflücken. Was Konami ja sehr gerne macht, wenn sie Innenverteidiger haben, die zu klein sind, also ne, vermeintlich zu klein sind. Wo ist der Kollege? Da. Östigard ist 1,82. Innenverteidiger only, aber der hat dann Sprungkraft 91. Das hat Konami all die Jahre immer gerne gemacht. Auch hier so eine Otamendi. Ja, die Experten werden sich erinnern. Auch immer eine geile Innenverteidigerkarte, aber der ist irgendwie auch nur 1,79 groß. Hat immer Sprungkraft 95. Ich habe jetzt ehrlicherweise keine Idee, ob ein 1,80 großer mit 85 oder mit 95 Sprungkraft genauso Luftkampf gewappnet ist wie ein Van Dijk mit 1,92 und dann halt nur Sprungkraft 72. Aber das war immer so Konamis Antwort auf kleine Innenverteidiger. Und jetzt haben wir eben hier bei dem Kollegen 1,81 groß und nur 82 Jumping. Also das ist auf jeden Fall kein Monster für die Innenverteidigung. Dadurch, dass er jetzt 6 und 8 spielt, natürlich dann doch irgendwo eine gar nicht so verkehrte Karte. Und je nachdem, wie die Wochenform aussieht, sehen wir den sicherlich auch mal im Stream. Also von daher,
Ja, ist nicht verkehrt. Und jetzt sehen wir es mal positiv. Linke Seite, wir sind seit 4 Spielen ungeschlagen. Komm, sehen wir es positiv. Das ist aber eine Ausgangslage mit Selbstvertrauen ins letzte Spiel. Schön, dass ihr so zahlreich immer noch am Start seid. Klassenerhalt, Freunde, sonst traurig. Ja, auch ein guter Punkt. Aber das ist generell ja Scouty Ultimate Team. Du willst eine Karte und kriegst sie nicht. Und dann musst du Echtgeld einsetzen oder in dem Fall, okay, dann ist die Box für dich leer. Pech gehabt. Dann wird es irgendwann nochmal so eine Aktion geben in ein paar Monaten, dass du so alle Players of the Week in einer Box hast. Kannst du da nochmal versuchen, aber ja klar. Oh, Division 1. Oh, da kriegst du in so einem wichtigen Endspiel, kriegst du Klassenerhaltsendspiel, kriegst du Division 1 zugelost, statt Division 3, worum es jetzt ja quasi geht. Aber wollen wir nicht sofort absingen. Wieder Heimspiel. Eigentlich ja keine Ausreden. Im La Bombonera hier vor ausverkaufter Kulisse. Oh Mann, ey. Ja, das ist genau. Also, wie will man das auch 100% nachweisen und beweisen? Ist Sprungkraft wichtiger als Körpergröße? Ist das im Endeffekt, jemand ist mit seinem Kopf auf 1,80 und wenn der 90 Sprung hat, kommt er mit seinem Sprung auf 2,12 Meter. Jemand, der 1,99 ist mit 70 Sprungkraft, kommt dann auf 2,11 Meter und ist deswegen schlechter im Luftkampf. Ist das eine Timing-Sache, die da mit drin ist? Ich habe keine Ahnung. Also ich bin ehrlicherweise einer, der hier schon gerne so 1,86 oder gerne über 1,90 Gardemaß hat. Gertrude ist jetzt so am Rande von zu wenig. Aber Gertrude ist die Ausnahme, weil Gertrude ist schnell. Eigentlich ja auch Rechtsverteidiger. Das ist auch nochmal so diese Nummer. Van Dijk ist da mit seinen 1,93 und auch nicht zu langsam so ein bisschen der Traum. 85 Jump, also da sieht man so fast die perfekte Combo. Groß, sprungstark, nicht langsam. Ja, mein Gott, ist eine 96 Overall-Karte. Also von daher passt das schon irgendwie zusammen. Das wäre so die Ideallösung. Okay, jetzt gehen wir all in, Freunde. All in, haben gut trainiert. Pech. Vardy, ja, oh Mann. Ja, was heißt oh Mann? Haben sich aufgedrängt. Haben sich diesen Platz im Kader verdient. Nein. Anchoring auf Rodrigo. Anchoring auf Kudus. Manmarking Rodrigo auf. Na, Mbappé. Oh, Romario. Oh, schön. Schön, Romario. Unangenehm. Unangenehme Quirlerkarte. Romario. Ja, das kann was geben. Sieg ist Pflicht. Ja, Gertrude ist generell eine geile Karte. Auch letztes Jahr schon. Oder ich glaube auch als Silber, so im letzten PES. Also die Gertrude-Karte war schon ein paar Jahre länger in der Verlosung als jetzt erst dieses Jahr. Den habe ich mir auch gezielt sofort geholt. Als Standardkarte. Hab ein bisschen reingespielt und dann irgendwann gesehen, ach, den gibt es ja eigentlich hier auch bei dieser Saisonstarterbox neue Kapitäne. Und dann habe ich ihn geholt und dann passt das. So, was ist da los? Okay, hat Kloppo als Trainer hohes, bissiges Verteidigen auf diesem schönen, flockigen, organischen, reingepatchten grünen Rasen. Mal gucken. Also auf jeden Fall müssen wir weniger wegschenken. Jetzt aber, glaube ich, die erste hundertprozentige für Lino. Für Lino! Erster Startelf-Einsatz für die Neuverpflichtung. Erster Abschluss, erstes Tor. Ganz, ganz wichtig. In dieser Ausgangslage sofort den Takt vorzugeben. 1-0 für die Playmakers. Und die Blitztabelle sieht schon wieder sehr freundlich aus. Klassenerhalt. Stand Minute 3. Kudus, sehr aufmerksam. Raum nicht hergeben. Kudus. Kurbel, Kurbel, Kurbel. Ja, und Kontrolle. Stark. Kudus. Lino. Nimmt Bellingham mit. Körper muss rein. Oh, verschenkt. Gut verschenkt von Jude. Ah. Ja, diese ganzen Geschenke, ja, muss man viel besser nutzen. Einfach viel besser nutzen. Frankie de Jong. Frankie de Jong. Was willst du dazu sagen?
Was willst du dazu sagen? Also normalerweise geht der Torwart doch bei so einer Situation hin und knüppelt den weg, oder? Also ich habe ehrlicherweise jetzt darauf gewartet, dass er mir den vom Fuß wegschlägt. Das macht die KI doch normalerweise, oder? Also dieses komplett Teilnahmslose ist doch nicht normal bei der KI. Dass er ihn dann, ich glaube, der war auch schon drin, als er ihn dann hinten an den Popo geschossen hat, da war das Thema schon erledigt. Aber normalerweise ist der Torwart doch im Fünfer, egal ob du einen Double Touch ansetzt oder ob du im Sprinten bist, komplett resolut knüppelt das Ding ins Nirvana. Ja, das nimmt jetzt natürlich ein bisschen den Esprit raus. Schönes Missverständnis. Und dann steht es schon wieder 1-1. Da habe ich nicht hingeklickt. Jetzt nicht die Konzentration verlieren. Ist ja noch alles drin. Aus kalter Dusche wird Ernüchterung. Schuss geblockt. Masraoui. Ja, jetzt nicht verschimmeln da im eigenen 16er. Und fußballerisch lösen. Jawohl, Bellingham. Körper ist drin. Wo läuft Davis? Wo läuft Davis hin? Lino ist das. Wo läuft Lino hin? Einfach aufziehen und Fußball spielen. Guck mal. Masraoui, oh, hat er fast schon wieder antizipiert. Also irgendwie immer so halbgare Angebote. Ja, da war ich wieder zu langsam im Super Cancel. Es ist wieder nicht sauber. Kommst du? Spielst du mit? Ah, das ist so diese Standardszene. Das ist dieser Standardabschluss mit Romario. So dieses parallel zum 16er laufen und dann Superschuss. Das werden wir heute, glaube ich, noch häufiger von ihm sehen. Der Kollege weiß, wie er gefährlich werden kann. Und aus dieser Szene. Ja, gut antizipiert von Kudus mal zwei. Jetzt mit seinem Tempo. Schön treiben. Und dann, ja, Ødegaard lässt dann genau den Support abreißen, als es wichtig wird. Schade. Auch mehr drin. Vardy. Vardy, ja, schön. Er schenkt auch viel her. Also von daher, da sind auch viele gute freie Räume abzugreifen. Ødegaard. Bellingham. Bellingham, jetzt muss noch irgendwas passieren, außer sowas Schimmeliges. Zu wenig. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Schlüssel generell zu meinem Erfolg, irgendwann mal auf Division 1 zu kommen. Diese ganzen hektischen Ballverluste, die immer wieder im tiefen Mittelfeld bei eFootball irgendwie erzwungen werden. Da muss ich viel mehr Kapital draus schlagen und idealerweise die auf eigener Seite zu ja, minimieren schaffen. Das ist genau der Schlüssel. Siehst du so häufig und nicht selten, das hatten wir eben mit Mbappé, resultiert dann selber ein Gegentor draus. Da kriegen wir den verteilt. Jawohl, wichtig. Gut, die Seite verlagert und geöffnet von Masraoui. Lino hat Zeit, nimmt Bellingham mit. Jetzt haben wir ein bisschen Luft da im 16er. Vor dem 16er Kudus. Ja, Sprinten ist auch so ein Ding. Oh, Abseitsfalle. Ja, hat er gerade doch gesehen. Da haben wir ihn, da hätte ich jetzt gedacht, in die unangenehme Situation gebracht, eine Entscheidung treffen zu müssen. Und dann kommt seine Legendentruppe wieder zu einem gefährlichen Abschluss. Hast du Romario unter Kontrolle, kommt halt der Piero. Das ist das Schlimme. Beim Live-Spielen schon. Ganz zu schweigen davon, wenn man später mal seinen eigenen Stream nochmal nachschaut oder ein paar Szenen für sich anguckt und analysiert. Du merkst sofort, ah, da falsch geklickt. Da dumme Entscheidung. Da falsche Entscheidung. Und irgendwie führt das aber nicht dazu, dass dann tatsächlich beim entscheidenden Moment am Pad selber die richtige Entscheidung leichter fällt oder besser getroffen wird. Ja, sowas zum Beispiel. Aber gut, da war es auch eng. Van Dijk muss raus. Da kann dann alles passieren. Aber noch gehen die Füße an der richtigen Stelle vor. Lino. Guter Haken. Vardy. Kudus. Und wieder nix. Und wieder kommt die Legendenelf angelaufen. Sucht die Lücke. Kein Elfmeter. Kein Elfmeter. Glück gehabt. Die gibt es auch noch eigentlich, wenn wir, auch wenn wir heute noch keinen eigenen oder überhaupt keinen Elfmeter gesehen haben. Elfmeter gibt es für so leichtes Gefüßel im 16er für mein Gefühl auch relativ zu häufig. Masraoui war die irgendwie da in die Abschlussposition kommen. Martinez entwischt. Lautaro Martinez holt den Abpraller raus. Wo ist, da muss Vardy stehen. Das ist doch auch eine seiner Stärken. Neben dem gefährlichen Umschalten, neben der Konterfahrerei muss auch ein Torjäger mit der Nase am richtigen Fleck sein. Kudus. Kudus, schöner Haken.
Jetzt durchstecken. Oh. Schöne Szene. Am Ende ohne Ertrag. Wir nähern uns der Halbzeitpause. Das ist ein taktisches Foul von Masraoui. Gelb ist vollkommen okay, bevor wir da noch zwei Kontakte später Romario in den Abschluss kommen lassen. Einmal kurz die Beine anbrechen und womöglich den Rückstand damit verhindert. Er kriegt seinen Traumabschluss dann trotzdem noch. Zwei schnelle Tore, dann der übliche Krampf, das übliche Gebettel im tiefen Mittelfeld. Aber ja, uns fehlt ein Tor zum Klassenerhalt. So viel ist schon mal ganz, ganz sicher bei unserer Ausgangsposition. Aber auch wenn er jetzt natürlich kein leichter Gegner ist, so dieses Division 1 Gefühl, dass wir hier komplett im Hintertreffen sind und man komplett auch merkt, dass er ein deutlich besser Klicker ist, sehe ich bis hierhin noch nicht. Kudus! Jetzt vielleicht mal die gute Umschaltmöglichkeit. Martinez! Und dann habe ich keine Idee. Dann bietet er nichts an und ich weiß auch nichts zu kreieren. Riesenchance nach dem Fehlpass. Nicht genutzt. Nächster Fehlpass. Das sind genau diese Standard-Anbieterreihen, die rauf und runter in einem E-Football-Spiel passieren. Und ich weiß es eben noch nicht zu nutzen. Jetzt mal Wadi gut verzögert. Ødegaard war eigentlich nicht die Idee, den anzuspielen. Wird es dann aber. Ja, Wadi, gut. Ja, umständlich. Oh, da haben wir Glück, dass wir da noch im Ballbesitz bleiben. Kudus mit Wadi faul. Ja, das wäre mal nett gewesen, Schiri. Das wäre mal sehr nett gewesen. Wieder gehen Füße vor. Wieder bleibt es eng und unangenehm. Schön verteilt. Martinez, Ødegaard, Klicks kommen. Masraoui. Fuß vor, wichtig. Meine Fresse. Ja, Gertrude läuft keiner weg. Das ist immer wieder eine angenehme Situation, wenn du Gertrude im Laufduell hast. Egal ob mit Mbappé, der uns einmal entwischt ist, okay. Aber auch dann gegen Romario und Co. Das haben wir gut im Griff. Bellingham, wieder aufmerksam. Und dann, das ist genau das, was ich meine. Du kriegst einen Ball in die Füße gespielt, zwei Klicks später ist er wieder weg. Weil du mehr oder weniger den gleichen Dreckspass spielst. Wadi, kriegt's verteilt? Kriegt es nicht verteilt. Rodrigo wieder vor. Oh, ist das verbissen. Ist das verkrampft und verbissen. Kudus. Kopf ist oben. Bellingham. Bellingham. Bisschen quirlig. Flanke kommt. Aber Wadi ist halt kein Jan Koller. Und so ist die Szene wieder kaputt. Hast du gedacht, ich mache die Seite auf? Ganz sicher nicht. Playmakers arbeiten. Verbissen. Mannschaft weiß, worum es geht. Traumpass ist kein Traumpass. Eine Stunde rum. Körper ist drin. Bringt keinen Ballgewinn. Zweiter Ball, Van Dijk, doch Ballgewinn. Oh, gut, dass wir da nochmal gequält haben. Da den Ball zu verlieren, das wäre bitter geworden. Van Dijk verteilt auf Ødegaard. Ødegaard, Kopf ist oben, dauert wieder in Kontakt zu lange und jetzt fehlt der Rechtsverteidiger. Oh, über Umwege kommt er dann tatsächlich auf dieser linken Seite durch. Pedri, was macht der mit den ganzen Legenden? Ah, den Ball verlieren, stark von Pedri. Damit kann ich arbeiten, gleich muss gewechselt werden. Foul. Oh, Wadi. Da wird ihm die Gasse angeboten. Jetzt ist es natürlich auch kein Vorteil mehr, der weggepfiffen wird. Die gelbe Karte gibt es hoffentlich noch im Nachkampf. Kudus aufmerksam. Also es passt alles. Nur der letzte Vortrag passt nicht. Kudus. Bellingham. Körpers zwischen. Unten ist Platz für Lino. Das ist ein guter Vortrag. Das muss jetzt aber auch zu Ende gemacht werden. Mit Jamie Wadi. Das war die Szene. Endlich mal was zu Ende gespielt. Aber dann fehlt halt Jan Koller. Ach so, okay. Dann hat Wadi das Ding einfach nur verzockt beim Kopfball. Dann wurde er einfach nur ausreichend gestört. Ja, jetzt muss ich den Kollegen bringen, weil Supersub dran steht. Wahi kommt, wird da vielleicht schon zum Helden. Ja, das sind jetzt die wichtigen und die entscheidenden Wechsel. Oyarzabal kommt. Kudus gut gekurbelt. Gigi de Arrascaeta kommt. Ein bisschen aufgeregt jetzt. Das sind die wichtigen Wechsel jetzt. Und dann muss es... Okay, oder? Wer kann auf der 6 spielen, aber ist offensiv? Der ist auch ein Verbrecher. Na, dann ist das der schon. Dann muss... Aber der hat den Fall... Oh, meine Fresse. Masraoui raus. Mit der gelben Karte, damit wir weiter rasieren können. Und dann ist der letzte Wechsel. De Paul, nein. Ja, muss er das sein.
Neza kann's nicht. Brahim kann's nicht. Oder DePaul. DePaul. DePaul ist noch offensiver, ne? Finish 73. 63, okay. Ah, es geht um die 6, nicht um die 8. Oh! Ja, dann hilft's nichts. Die offensivste 6, die noch im Kader weilt. Ich glaube, der EvoWeb-Patch ist für alles auf PC, weil du einfach nur Dateien überschreibst. Also egal, ob du jetzt die Windows-Version hast oder die Steam-Version hast, da liegen ja die gleichen Dateien in deinem Installationsordner irgendwo. Also kannst du, glaube ich, jede Version einfach patchen, wie es die Dateien so mit sich bringen. So, und jetzt Konzentration. Der Arrascaeta, erster Kontakt, nein. Ja, der mag den Traumschuss aus der zweiten Reihe. Nein, 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 ich krieg den Fuß nicht vor. Abseits, abseits. Okay, scheinbar kein Abseits. Egal. Lewandowski in die Arme von Jose Sa. Wahi holt den Kopfball dicht. Oh, wichtige Füße leihen. De Arrascaeta, Bellingham. Jetzt wird gekurbelt. Jetzt werden auch die Räume größer. Jetzt werden sie alle müde. Super Double Touch kommt. Nee, irgendwas anderes kommt. Irgendwie stolpern. Da hab ich mich verkrampft. Oh. Und trotzdem komme ich fast zum Abschluss ab. Fünfer. Oh, verschenkt. Ja, ich kann mir vorstellen, jetzt sind auch so einige Legendenkarten am Stamina-Limit. Jetzt werden die Räume noch größer. Kriegen den Fuß nicht vor. Ah, Wahi, komm. Oh, ein Schritt fehlt. Ein Schritt fehlt. Wer macht den Raum zu? Keiner macht den Raum zu. Alibi-Abschluss aus der Distanz. Er weiß das natürlich nicht, aber am Ende werde ich All-Out gehen müssen bei 1-1. Hilft dann alles nichts. Wir brauchen den Dreier. Sind wir schon ein Offensiver? Wir sind jetzt ein Offensiver. Und das ist der letzte Angriff auf einfach offensiv. Dann wird es zweifach offensiv. Hilft alles nichts. Oyarzabal, gut gemogelt da im Luftkampf. Und jetzt kommen wir vielleicht in den Doppelpass. De Arrascaeta. De Arrascaeta, Kopf ist oben. Der sollte eigentlich einer besser auf Oyarzabal in den Rücken des Verteidigers kommen. So hilft es mir gar nichts. 85. Kommt der Ball? Ja, wussten wir doch. Wussten wir doch. Playmakers sind wach, keine Frage. Jetzt müssen wir die Dinge nur auszuspielen. Ich krieg den Billiger nicht. Komm, einer mit, einer mit. Wir müssen doppeln. Das ist doch... Ja, da weiß der Romario mit allen Wassern gewaschen natürlich, wo er den Körper reinstellen muss. Servus Hunter. Kommst genau rechtzeitig zum Abstieg. Jetzt kommt scheinbar auch bei den Gästen der ein oder andere frische Spieler. Van Dijk geht, okay. Und Bastoni kommt, ja, vielleicht damit auch die Verteidigung frisch bleibt für mögliche Laufduelle. Nein, da muss der Fuß raus. Traumflanke kommt. José Sá pflückt und macht das Spiel schnell. Oyarzabal, das wird unangenehm, aber es wird ein gewonnener Zweikampf. Ja, über Füßelei. Jetzt in die Bewegung kommen. Jawohl, Boy. Ja, ein weiter auf Oyarzabal. Ein weiter auf Oyarzabal. Scharfe Flanke. Der Arrascaeta! Das ist der Klassenerhalt! Und wieder der GG. Da kommt der Joker wieder. Eine Minute jetzt noch durchhalten. Nicht zu früh freuen, Freunde. Aber der GG macht's. La Bombonera steht Kopf. Und ich sag noch, jetzt kommen die wichtigen Wechsel. Die müssen jetzt sitzen. Und De Arrascaeta wird, klar, bei 5 Chancen scheinbar der Glücksgriff. Nein, 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 nein. Nicht hakeln jetzt. Oh, wir schaukeln's nach Hause. Diese letzte... Ballbehandlung dann nochmal war wirklich dieses nach Hause schaukeln. Oh, wie geil. Gerade noch die Kurve gekriegt. Playmakers springen dem Abstieg von der Schippe hier. Ja. Er deutlich zwingender oder der versucht zwingend zu sein mit seinen Legenden nach vorne in die Abschlüsse zu kommen. Am Ende war es der Wille. War es der eindeutige Wille, nicht absteigen zu wollen. Oh yeah.
18 Punkte geholt. Ja, diese Traumflanken, so zwischen Fünfer und Elfmeter, die sind zum einen Glücksspirale, klar, für dich, ob dein Spieler mit dem Kopf eher dran kommt, aber dann für den Torwart auch super undankbar. Und in dem Fall haben wir Glück, dass der Boy das Ding genau in die richtige Bahn reinknüppelt. Und dann ist der Arrascaeta einfach am richtigen Ort. Und jetzt gibt es eine Belohnung, hoffe ich. Also, bitte einmal kommentieren, Freunde. POTW, ECC oder MX. Auf welche Box auch immer wir es versuchen wollen. Wir werden heute keine Box leer ziehen. Also die kann man theoretisch sogar leer ziehen, wenn ich das richtig sehe. Da könnte man 11 mal reinbuttern und hat auf jeden Fall alle Mexikaner. Hier kann man maximal 3 und 3 ziehen. Also von daher werden wir das heute nicht schaffen, leer zu ziehen. Aber jetzt haben wir eine Belohnung verdient, glaube ich. Kaffee ist alle, also müssen wir es über virtuelle Goodies lösen. Bitte einmal POTW oder ECC oder MX in den Chat-Town. Jawohl. Oh. Ja, da haben wir aber in den letzten Streams echt Glück, ne? Immer ist irgendwas Last-Minute-Rumschreien drin, irgendein wichtiger Sieg, irgendeine wichtige Entscheidung. Jetzt spare ich mir durch den Klassenerhalt natürlich einen riesen Umweg über, weiß ich nicht, Nummer 7, 8 Matches Division 3. Und dann fangen wir jetzt auch heute im Stream schon mal diese neue Division 2-Saison an. Mal gucken, wo es hinläuft. So, komm Leute, wir sind 70 Leute im Stream. Absolute tolle Zahl nach 2 Stunden Stream. Also, ich weiß nicht, wo ihr alle herkommt, aber es freut mich sehr, dass Evo irgendwie so ein bisschen das Interesse beibehalten hat, ne? Ich meine, viele kennen die Streaming-Szene und die Streaming-Entwicklung ja auch immer, ne? Konami ist immer 1, 2 Wochen vor Electronic Arts draußen. Dann finden alle immer PES oder eFootball spannend für 2 Wochen. Auch bei mir im Kanal sieht man das an den Zahlen. Mehr Leute am Start. Und dann kommt EAFC raus und keiner ist mehr da. Aber irgendwie hat sich das bei uns hier so komplett gehalten. Finde ich sehr charmant. Schön, dass ihr so zahlreich am Start seid. Und dann, ja, gucken wir mal, wo sich das Ganze noch hin entwickelt. Aus dem WWW, was heißt das, Scouty? Ach so, WWW wegen Worldwide. Also quasi auch Players of the Week. Ja, okay. Dann scheint Players of the Week auf einmal zu gewinnen. Eben war das noch für mein Gefühl sehr eindeutig. ECC. Aber dann gucken wir mal, ob uns hier ein Spieler weiterhilft. Serie A. 5 Sterne. Ist das Barella? Ist das Barella? Di Gregorio. Ach ja, klar, Giroud war auch in der Auswahl. Ja, und dann ist das jetzt die schlechteste Karte, die ich ziehen konnte. 92. Penalty Saver. Pff. 1,87, auch nicht so groß. Das würde GP bringen, aber vor allen Dingen 10.000 Training. Ja, ich sehe gerade schon, hier sagen viele von euch schon Schrott und weg. Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Sollen wir den Kollegen nicht direkt abstoßen? Weil, ne, wir haben Manuel Neuer zur Not. Wir haben halt jetzt José Sá gesetzt. Also von daher, ja, das liest sich eindeutig nach Abstoßen aus. Dann 100 Coins transportiert in 18.000 GP und 10.000 Training. Okay. Okay, gut. Na, das ist auch Ultimate Team. Dass du nicht immer die Karten aus der Box gezogen bekommst, wo du dich weiterentwickelst im Team oder wo du Emotionen drin hast. Von daher weg damit. Was heißt Buyout Pack? Also meinst du, dass ich die Karte jetzt nochmal ziehen könnte? Nee, das ist nicht so. Das war ganz früher mal so bei eFootball PES, dass das System sich auf deinen Kader bezogen hat und wenn du die Karte schon hattest, im System abliegen, konntest du sie nochmal ziehen. Aber wenn du sie abgestoßen hast, war das Ausgegraute wieder aufgehoben. Aber das ist, glaube ich, auch Jahre her. Also ich glaube, der Kollege ist jetzt ausgegraut, den kann ich nicht nochmal ziehen, auch wenn ich ihn jetzt gelöscht habe. Und alle kaufen ist das auch nicht. Genau, du hast immer nur die Möglichkeit, das eine freie Freispielen zu ziehen plus 3 mit Coins. Also du kannst aus diesen 11er Boxen immer nur maximal 4 bekommen. Wenn es jetzt nicht irgendwie eine Sondergeschichte von Konami ist, eine Sonderziehung. Aber ja, du kannst 4 aus 11 maximal schaffen und dann hatten wir, glaube ich, letzte Woche auch dreimal Schrott, einmal okay.
Und die ganzen anderen guten Spieler, die uns weitergeholfen hätten, haben wir dann letzten Endes nicht bekommen. Also von daher ist da immer noch genug Roulette drin bei Konami. Und bei den Ultimate Team Modi, ja eigentlich bei allen Ultimate Team Modi, das hat der Konami nicht erfunden oder exklusiv für sich. So, jetzt haben wir mal ein paar spannende Pfeile nach oben hier. Guck mal, Meza und Kudus. Ja, Brahim jetzt endlich mal mit einem guten Pfeil, aber irgendwie will ihm das einfach nichts bringen. 10 und hängende Spitze. Aber jetzt ganz pervers. Achtung, jetzt machen wir es ganz pervers. Brahim auf hängend. Meza und Kudus kann die 8. Ja, guck mal, Kudus kann die 8. Für den gar nicht so dynamischen Ødegaard. Guck mal, jetzt sind wir richtig geil aufgestellt. Jetzt sind wir richtig geil aufgestellt. Jawohl, das bleibt. Anchoring muss der 10er bekommen. So, das war die Umstellung. Dann kommt Casemiro und ja, Lewandowski. Spielt also 4-3-3. Und Brahim dann unangenehm bei Van Dijk auf den Füßen. So, dann gucken wir mal. Also hier Jose Sarr, mal so als leichter Vergleich. Okay, dann auch nichts in Purple, also in oder Türkis vielmehr. Auch hohe 80er bei allem. Minimal nur besser als der Monster-Torwart, aber Player Skills waren, glaube ich, ein bisschen besser, ne? Long Throw, ja. Ah ja, Torwart, irgendwie, das ist so die wenigste Emotion auf der Position, ehrlicherweise. Ja, das ist ja die Arcade versus Simulations-Gameplay-Diskussion. Ich glaube, da kannst du relativ schnell zu einem Ergebnis kommen, dass EAFC einen ganz anderen Gameplay-Anspruch schon immer gehabt haben wollt, soll, gehabt hat. Gehabt, ja, genau. Also, ob das jetzt nochmal schlimmer geworden ist zu FIFA 23 oder nicht, sei mal dahingestellt, aber dass das zwei ganz verschiedene Herangehensweisen an Fußball-Videospiel sind, ist auch klar. Also da wird ja auch keiner widersprechen und sagen, nee, EVO ist viel schneller, EVO ist viel arcadelastiger. Nee, auf gar, das ist ja Unsinn, das spürt man da sofort. Und dann kommen wir irgendwann wieder zur Content-Diskussion und Lizenz und am Ende gewinnt dann Electronic Arts einfach nur bei seinen, weiß ich nicht, Verkaufszahlen oder bei seinen Umsatzzahlen. Und auch das ist dann immer relativ eindeutig. So, jetzt also, Start in die neue Division 2. Einfach mal gewinnen, würde ich sagen, um nicht sofort in so eine Bredouille zu kommen und die Verlustpunkte gegenzurechnen. Kudus. Ja, da mal ein bisschen Ruhe versuchen am Ball walten zu lassen, führt dann aber trotzdem zum ersten Riesenabschluss für die Gäste Lewandowski mit der Picke an den Außenpfosten. Die Karte habe ich ja auch noch. Aber irgendwie, weiß ich nicht. Lewandowski gerade nicht so gut drauf bei Barcelona. Irgendwie ganz selten. Bis hierhin gute Wochenform. Deswegen spielt er so wenig. Deswegen ist er auch noch weit weg von ausgemaxt. Oh, Riesenchance für einen Konter über Brahim. Ist er auch immer gerne anfällig, nach einer eigenen Ecke überrannt zu werden. Brahim. So, er nimmt den Boy mit. Jetzt mal ganz risikoreich. Ja, Ball verteilen. Dauert immer so lange. Dauert auch immer so lange. So langes Ausholen für die Knüppelpässe, für die hohen Flanken, Flankenwechsel. Da hat es einfach zu lange gedauert. Jose Sa, einmal auf links verlagern das Ganze. Jawohl, Bellingham macht das Spiel breit. Gut. Osimhen. Ja, wird nicht attackiert. Dann geht er eher auf die Passwege. Bellingham muss neu aufziehen. Da sollte er nicht hin. Klappt aber trotzdem. Kudos. Da ist doch ein bisschen Lücke. Da ist doch ein bisschen Lücke für unseren Brahim. Vielleicht ein Ticken zu hektisch. Und dann noch mit dem schwachen rechten Fuß. Aber das war was. Erster guter Vortrag. Ja, ich glaube schon. Also wenn du jetzt die Vergleiche EVO gegen PES anstellst und dann vielleicht auch das ein oder andere richtig langsame oder von mir aus das langsamste PES. Auch Fox Engine PES, dann sieht das hier auf jeden Fall auch schneller aus. Ja. Also man gewöhnt sich natürlich dran und keine Frage. Und am Ende ist das schon. Wie kann der durchkommen? Wie kann der so zum Abschluss kommen da am Fünfer? Geht gar nicht. Aber ja, ich glaube auch, dass EVO schneller geworden ist. Und vielleicht auch schon immer schneller war als eFootball PES. Also wer richtig gediegenen Fußball, aber nicht komplett alte Grafik will. Und ich wüsste auf Anhieb jetzt auch gar nicht, welches PES in der Geschichte, auch von mir aus noch vor Fox Engine, war langsam. War richtig so Simulation und richtig gemütlich, keine Ahnung. Dem kann ich auf jeden Fall nur Football Live 2024 empfehlen. Ne, die meisten haben es hier von mir im Stream schon mitbekommen oder haben das
kleine Vorstellungsvideo, was ich auf YouTube hochgeladen habe, angeschaut. Aber eFootball, Football Live 24, Foul. Foul? Pfeift da nicht, okay. Ich hätte lieber den Freischuss gehabt, ehrlicherweise, aber schön. Super. Also ja, Football Live 24 ist eine Standalone Monster Mod von den Smoke Patch Machern. Basierend auf PES 21, aber das Gameplay auch nochmal verfeinert auf Simulation, auf langsam, geschmeidig, herausfordernd. Also kann ich den PC-Spielern auch nur empfehlen. Guckt euch mal Football Live 2024 von den Smoke Patch Machern an. Ist PES 21 Standalone, ist kostenfrei runterzuladen. Scheinbar nicht illegal, weil Konami PES ja mehr oder weniger gelöscht hat, aus dem Store genommen hat, damit also das nicht mehr verkauft. Und weiß nicht, ob jetzt jemand auch gerade den Link auch parat hat. Könnt ihr auch gerne mal in den Stream, Steam, ja, Streamer ist es, nicht Steam, in den Stream-Chat reinpacken. Ist einfach komplett offiziell im Internet zu finden und downzuloaden und ja, dann spielt Football Live 24. Singleplayer only, ehrlicherweise, oder offline only. Aber abseits dessen, langsamer und geschmeidiger und herausfordernder wird virtueller Fußball, glaube ich, nicht mehr. Das haben sie sehr schön gelöst und ist auch mal eine schöne Abwechslung zu hetzendem E-Football oder gar FIFA-Gameplay. Also Football Live 2024. So, und jetzt komplett unkonzentriert, wenig zwingend, aber auch ohne Gegentor. Auch nicht verkehrt. Lino, da ist doch ein bisschen Lücke. Da ist doch mal ein Abschluss. Okay, halbe Stunde hat es gedauert. Marc-André Ter Stegen mal wenigstens so ein bisschen auf die Handschuhe zu schießen. Da sind die Gäste ein bisschen näher dran gewesen am Schocker. Jetzt vielleicht mal Kudus mit Osimhen. Bellingham passt auf. Osimhen entwischt. Osimhen entwischt. Oh, das war nicht so deutlich. Oh, das ist ein Kniehaar. Ein Kniehaar im Abseits. So clever war. Ja, doch, geht gut. Das geht aber sehr gut von Jo César. Und über Umwege kommt der Brahim mit dem. Kommt der Brahim mit der Marseille-Turn. Da überrasche ich mich selber, dass ich durchkomme, ehrlicherweise. Und dann dribbel ich wieder in den Verteidiger. Haha, Gertrude im Laufduell. Haha, der lacht. Der Gertrude lacht. Guck mal. Guck mal, wie der Gertrude lacht. Stark verteidigt. Der Kollege war, glaube ich, ja auch bei Bayern im Gespräch als kurzfristige Innenverteidigerlösung. Meza. Keiner kommt. Foul. Ah, wenn ich mich da vorbei mogel, macht der Maxi das. Aber da macht er es aber sauber rein. Schöne Szene. Von Maxi Meza. Und Maxi Meza denkt sich, komm, jetzt mach ich das Freistoßtor. Denkt sich der Maxi, komm, mach ich doch das Freistoßtor. Mach ich doch das Freistoßtor. Oh, legt der Argentiner das Ding am Winkel vorbei. Maximiliano. Also Konami, irgendwann muss der auch in deine Mexikaner Deluxe Box mal rein. Der kann nicht ewig nur 80 sein bei uns. Wieder gut gepresst. Plus 1, dürfen wir den vielleicht noch? Oder dauert das dem Schiedsrichter zu lange? Es dauert eben. Zu lange! 0:0. Ja, nette Partie. Geht. Servus Beos. Beosai. Schön, dass du hergefunden hast. Das auf jeden Fall. 2014 war ein langsames PES. Also ich habe letztens mit meinem Kumpel wieder bei einem Retro-Abend so ein bisschen getestet. PES 13, klar, super geschmeidig. Und dann kam der Wechsel auf Fox Engine. So halb schon mal. Und PES 14 war nicht PES 14 das schlechteste ever. Also PES 14 hat uns auf jeden Fall gar nicht gefallen. Und dann ist 15 Jahre wirklich mit längerer Pause, paar Monate später rausgekommen. Götze auf dem Cover. Und dann wieder gut. Also jetzt klar im Vergleich dann zu 17, 19, 20 hakelig. Aber du hast schon gemerkt, dass Konami wieder so ein bisschen zur alten Identität zurückkehrt. Also ich glaube 14 war Rotz. Ob das jetzt langsam oder schnell war, weiß ich nicht mehr, aber war Rotz. Also ich kann jedem, der einen einigermaßen vernünftigen PC hat, und das ist ja auch kein brandneues Raytracing Deluxe Monster Fußballspiel, dieses PES 21, dem kann ich echt nur empfehlen. Kostenloser 30 GB Download. Anders kommt man auch fast nicht mehr an PES ran. Heutzutage.
Ne, ist ja, wie gesagt, aus allen Stores entfernt worden. Und nur die, die es damals gekauft haben, haben es in ihrer Library zum dann installieren. Da muss ich leider treten. Und ich hoffe, es ist keine rote Karte. Alles okay. Taktischer Tritt von Van Dijk. Aber ja, jeder, der einen PC hat und irgendwie Bock hat auf Offline PES 21 mit vielen Mod-Schnuckeleien natürlich, aber vor allen Dingen auch beim Gameplay ein bisschen auf Simulation getrimmt. Wer da Bock drauf hat, soll es unbedingt mal testen. Also ist das ist schon der zweite Ableger. Es gab auch letztes Jahr zu ähnlicher Zeit die Veröffentlichung von Football Live 2023. Und ja, die Smoke-Patch-Leute kennen ja auch sicherlich viele aus und in der Szene mit immer hochqualitativer Arbeit. Und für Lau, ehrlicherweise, was habt ihr zu verlieren? Kann ich euch echt nur herzlich empfehlen. Richtig geile Standalone-Mod von PES 21. Ja gut, auf die Master-Liga jetzt hier in EFO warten. Jetzt möchte ich fast sagen, da kannst du lange warten. Also immer mal wieder so Andeutungen von Durandil, den ja auch viele kennen, der immer wieder durch den Code rasiert, ja, den ausleuchtet und sagt, guck mal, hier ist eine neue Codezeile hinzugekommen im letzten Update. Hier wird das Wording ML erwähnt. Das steht wohl für Master-Liga. Und daraus leiten wir uns dann ab, dass die Master-Liga in Vorbereitung ist. Ne? Aber irgendwie so richtig eine klare Ansage, eine verbindliche Roadmap gibt es ja schon gar nicht mehr bei Konami. Und wer weiß, kriegen wir zu Weihnachten die Master-Liga geschenkt? Kostet die dann 12 Euro? Download? Oder kommt die überhaupt noch? Und das vielleicht so als letzter Gedanke. So weit voneinander entfernt, was so jetzt rein so Gameplay-Gefühl angeht, sind ja eFootball und PES auch nicht. Also das ist ja immer noch so die gleiche Basis. Also wer eFootball spielt, der wird jetzt nicht komplett komplett den Zugriff verlieren, weil er dann auf einmal eFootball PES spielt. Da ist schon noch die gleiche DNA zu spüren. Und dann bist du nach ein paar Spielen, glaube ich, auch in den etwas anderen Animationen oder Bewegungsabläufen drin. Und dann fällt eine Umstellung auf Football Live 24, glaube ich, auch komplett einfach. Also, letzter Aufruf, Leute, gönnt euch das für einen PC mal, schaut mal rein, vielleicht ist das genau das, was ihr gerade sucht. Wenn ihr so ein bisschen Krise habt, wie ich es ja auch immer wieder habe, wenn ich eFootball für mich ausgelutscht habe, dann ist das vielleicht so die Möglichkeit, mal so die ein oder andere Masterliga-Saison zu spielen, ein bisschen zu kicken, ganz entspannt gegen die KI. Die dann auch überarbeitet, das auch nochmal, ne, als Gedanke. Es ist nicht nur das Gameplay, ist irgendwie langsamer, Pässe kommen schwerer oder schneller, keine Ahnung. Die KI ist auch angepackt, also das ganze Singleplayer-Erlebnis ist überarbeitet. So, jetzt haben wir eine riesen Kontergelegenheit. Maxi Meza, ja, weiß ich nicht, der Pass, der Gedanke war ja richtig. Spielt es dann vielleicht ein bisschen zu kompliziert. 60 Minuten gespielt, sind da schon ein paar mehr Räume, möchte ich mir das einbilden. Dass schon so ein bisschen die Müdigkeit einsetzt. Bei den Gästen. Brahim. Ja, quirlig. Wird gepresst. Ganz wichtig, den dann nicht im Rückwärtsgang zu verlieren. Nichtsdestotrotz, ein Pass später ist die Murmel dann weg. Da kommt Gertrude nicht mehr. Doch, Gertrude kommt noch rein. In den Zweikampf. Langer Hafer. Osimhen ist robust. Schafft er. Jawohl, stabil. Ein bisschen umständlich. Meine Fresse, das ist genau das, was ich eben gesagt habe. Du kriegst so viele Geschenke im tiefen Mittelfeld und ich schenke einfach zurück. Das muss noch viel besser werden. Und das war Alibi. Einfach weggeklickt, weil keine Idee. Jetzt können wir vielleicht auch mal wechseln. Kudus kriegt den Rempler nicht gesetzt. Casemiro, dafür ist er da, um auf dem Zentrumsstürmer zu verstopfen. Macht den Laufweg zu. Das klappt wenigstens. 70 Minuten sind gespielt. Zweite Halbzeit, glaube ich, nochmal ein bisschen schimmeliger als die erste. Da geht so viel mehr. Jetzt mal schön verlagert. Bellingham. Muss ja auch nicht immer direkt der erste Pass nach vorne gehen. Dann wiederum auf Boy. Langsam die Räume erschieben. Oh, wieder wackelig. Jetzt vielleicht mal Kudus zwischen die Räume bekommen. Ja, gut. Brahim. Ah, gute Bewegung. Bleibt trotzdem hängen. Dann kommt vielleicht mal über die Traumflanke was. Ecke. Also da geht mehr. Richtig, Scouty, guter Punkt. Du kannst bei Football Live 24 hast du auch so einen Launcher, der dir dann die Möglichkeit gibt, Gameplay, glaube ich, zwischen Vanilla, zwischen Football Live 23, 24 und noch was, glaube ich, irgendwie zu wechseln. Also das Ding ist kompletter Fanservice. Da wird dir dann auch nicht aufgezwungen, hey, nein, ihr müsst jetzt Football Live 24 Gameplay spielen. Nein, das ist Datenbasis zu dieser Saison. Und wenn ihr dann sagt, ja, geiler Patch mit Original-Trikots und allem und Wappen und so weiter, ich möchte aber Gameplay von 21 Original haben. Ist es dabei? Richtig, guter Einwurf.
auch dahin gehend. Sehr geiler Patch, sehr geile Mod. Und ja, unabhängig davon, dass das sehr geile Arbeit ist, glaube ich, haben die Modder dann auch einfach die Unterstützung verdient, dass man sich das alleine deswegen schon mal anguckt und Downloads treibt und da weiterhilft. So, jetzt habe ich... Ah, ich habe schon fünfmal gewechselt, sehe ich gerade. Ich brauche gar nicht weiter gucken. 5 frische Kräfte. Ja, Masterliga erst zu EVO 25. Kann alles sein. Es gibt null verbindliche Aussagen. Einfach keine verbindlichen Aussagen. Kopfball, Teufel, Teufel. Zweiter Ball im Fünfer. Nee. Klappt nicht. Masraoui will das erzwingen. Nee, bricht dann ab. Jetzt fehlt da hinten. Ist kein Abseits. Ist tatsächlich kein Abseits. Weil Samuel Lino am Ende der Viererkette das Abseits aufhebt. Und ja, dann mit ganz viel Verlaub, aber das ist ein eigentlich machbarer Gegner. Und wenn du dann hier schon 3 Punkte liegen lässt, also quasi 3 Verlustpunkte sammelst, dann weißt du ja schon, wo diese Division 2... Guck da, guck mal. Guck dir das an. Gegen so einen darfst du einfach nicht mal 3, nicht mal 1, 2 Punkte... Nee, darfst keine Punkte liegen lassen. Guck dir das an. Dann kriegst du einmal so einen Dreckskonter, dann ist es nicht mal 1 Punkt. Und selbst das wäre halt zu wenig. Och, ist das schimmelig. Ja, mein Gott. Ja, kriegt er den Kopfball tatsächlich noch gesetzt. Hör, geh doch kacken, Alter. Ist das behindert. So eine schimmelige Niederlage wieder. Immer noch viel zu wenig Antworten und Möglichkeiten. Meza. Oh, schön gedreht von Wahi. Und das muss Eddie! Das ist echt das Abbild dieser ganzen Dreckspartie. Nicht in der Lage, Angebote anzunehmen. Ob es am Fünfer ist oder im tiefen Mittelfeld einen Angriff zu spielen, ist das beschissen. Da muss das 1-2 sein. Kannst du wenigstens nochmal eine Minute kurbeln? Wie kann man den aus 8 Metern nicht machen, Kollege? Ja, und schießt den eigenen Mann an. Alles klar. Slapstick. Enttäuschender Slapstick. Oh, ist keiner da. Aber ehrlicherweise war das auch blind. Gar nicht aufs Radar geguckt, einfach nur entrüstet und enttäuscht. Weggeknüppelt. Oh, plus 4, guck mal. Plus 4. Da hätten wir so viel Zeit zu kurbeln gehabt gegen so einen Gezo-Gegner. Ja, jetzt ist Van Dijk mit vorne. Der läuft keinem weg, aber der bindet einen Gegenspieler, aber ist jetzt auch egal. Gegen so einen darfst du einfach nicht Punkte liegen lassen. Komm, mach da Tor, ist doch jetzt egal. Gehen wir nicht auf den Sack. Wie lange geht der Stream? Boah, ein Spiel machen wir noch. Ein Spiel machen wir jetzt noch. Aber die Saison, also die Season hier, nicht Season, das ist das Ganze. Die Phase ist auch nicht. Also diese Division spiele ich ja eh jetzt abseits des Streams dann zu Ende. Und ob ich dann absteige oder nicht, ist auch egal. Nächste Woche, also ich habe nichts gewonnen, also darf ich auch nichts öffnen. Nächste Woche gleiche Zeit. Also von daher nächste Woche 11:11 Uhr. Denke ich mal, werde ich es zumindest wieder sicher hinbekommen, dass wir aus Division 2 heraus wieder angreifen können. Aber nee, das ist mager ist es, so ist es. Ja. Also Division 2 merke ich jetzt, da ist bei mir echt immer so, da beginnt der Krampf. Division 3 ist noch relativ stabil. Ich glaube, da ist auch irgendwie so ein komischer Bruch, welche Gegner du zugelost bekommst. Ich spiele um Klassenerhalt Division 2 und krieg Division 1 zugelost. Das kriegst du auf Division 3 eher weniger. Okay, jetzt kriege ich mal Division 4. Vielleicht ist es auch komplett random bei Konami. Wir hatten, glaube ich, im letzten Stream haben wir ja auch mal mit einem Division 9 Gegner gespielt. Kommt dann vielleicht einfach nur darauf an, wer halt gerade Zeit hat. Bevor Konami uns gar keinen Gegner zulost, gibt es dann eben auch mal Division 9. Aber generell von der Gegnerqualität und von meiner Performance und Punkteausbeute merke ich den Bruch bei Division 2. Also 3 ist relativ stabil, dann immer sofort der Wiederaufstieg. Aber diesen kompletten, madigen Neuanlauf in Division 3, den habe ich auch häufiger drin. Gelingt dann zum Glück auch häufiger. So, Kudos für Brahim. War jetzt keine schlechte Partie von unserem Lieblingsfußballer, aber Pfeil nach oben ist eindeutig.
So, Casemiro gegen Mbappé, das wird nervig und witzig. Also, irgendwie hätte ich mal Lust, was anderes zu machen. Ich mach mal den Innenverteidiger wieder zu mit dem Mittelstürmer. Und lass die hängende Spitze jetzt mal in Ruhe mit Manndecker-Aufgaben. Mal gucken, vielleicht bewegt sich die hängende Spitze dann freier, besser, keine Ahnung. Ja, kann auch sein, ja. Ich weiß nur jetzt, ich glaube in Woche 6 sind wir dann jetzt gerade, ne? Ja. Also so vom Gefühl, bei Division 2 stoße ich immer relativ schnell an meine Grenzen. Wobei ich sagen muss, in der letzten Season, also quasi Season 1 von PES 24, hatte ich zweimal zwei Matchbälle auf Division 1. Ich habe einen Sieg gebraucht aus zwei Spielen und habe das zweimal verzockt. Also da war ich schon mal näher dran als jetzt hier permanent Klassenerhaltskampf in Division 2. Aber irgendwo da ist die Grenze. So, wenn ich irgendwann in Division... Ich bin ja in eFootball 23 auch in Division 1 gekommen und habe dann danach relativ schnell aufgehört. Hatte gar keine Motivation, dann da in diesen Siege- oder Punktesammelkampf zu kommen. Muss ich mal gucken, wie ich mich dann fühle und wie ihr auch Bock habt, weiter zuzugucken, wenn Division 1 abgehakt ist. Aber letzten Endes... Also zu ganz weit oben, irgendwie eFootball, Pro League und dann Punkte sammeln und mitspielen und irgendwo in der Tabelle stehen. So, oh, guck mal, Let's Playmaker, richtig geil dabei. Da reicht die Qualität am Pad einfach nicht. Egal wie viel ich versuche, trainiere oder von mir aus auch egal wie viel Echtgeld ich noch einsetzen würde, um vielleicht den einen oder anderen besseren Spieler zu bekommen. Also gesund und ansatzweise realistisch bleibt der Gedanke, komm, wir machen hier... Was ist das? Okay. Wir machen hier die Jagd auf Division 1 als hehres Ziel und dann gucken wir mal weiter, was wir aus eFootball 24 noch rausholen können. Und von daher, ja, krampfen wir das erstmal weiter. So, jetzt also letztes Spiel für heute. Und ja, nach der völlig unnötigen Niederlage eben, möchte man fast schon sagen, Sieg ist Pflicht, wenn man ansatzweise Richtung Aufstieg denken möchte. Samuel Lino. Keine schlechte Karte, die wir da gezogen haben. Aber ich glaube am Ende auch kein Unterschiedsspieler. Jetzt aber gute Position für Ødegaard. Ødegaard, linker Fuß. Wird geblockt von Bellingham. Ja, den müsste eigentlich ja fast jeder in seinem Kader haben. Oh, den Double Touch wollte er setzen. Da hat er extra gezögert, bis jemand angetrabt kommt, um den Double Touch rauszuhauen. Ja, Bellingham mit seinem New Chapter-Dingen da im... Mit Sterne-Vertrag zu holen. Also irgendwie, ich glaube, Bellingham hat sich so jeder gegönnt. Starke Karte. Oh, er spielt sehr gemütlich, ne? Also versucht super kontrolliert zu dribbeln, anzulaufen. Ja, kann man geben, alles klar. Ja, ich glaube, dieses Matchbälle haben und vergeben, da wurde bei mir auch so ein bisschen, so altes PES-Gefühl wach. Da hatte ich auch das ein oder andere Mal Matchball auf diese Champion, auf den Champion-Status, also auf die 1000 Rating-Punkte, die man da immer gesammelt hat. Da hat es bei mir auch nur einmal im Leben gereicht. Und sonst immer ganz knapp gescheitert. Es fehlte ein Sieg und dann verlierst du dreimal in Folge, krampfig und bist traurig. Und dann hast du wieder nur 960 Punkte und neu anlaufen und keine Muße mehr. Und ja, irgendwie. Möchte man den Eindruck haben, da passiert dann was im System. Sei es das Skript oder sei es, man kriegt absichtlich den stärksten Gegner, der gerade online ist, zugelost, keine Ahnung. Was macht der Kollege? Was hat das Pad weggelegt? Okay, Semiro. Ødegaard. Bebeto. V. Nee, kein V. Gutes Zweikampfverhalten da. Jetzt ist oben Platz. Da fehlt nämlich der Samuel Lino. Ja, da haben auch einige von euch gesagt, als Taktik vielleicht einfach mal. Irgendwie habe ich das Gefühl, der steuert nicht richtig, oder? Hat der Lex? Kann der es nicht besser? Irgendwie verstehe ich die Bewegungen oder die Laufwege seiner Spieler manchmal nicht. Aber er klickt ja. Also irgendwie ist es komisch. Aber manchmal verstehe ich meine Klicks auch nicht. Das war gerade auch sehr Banane. Alles läuft am Ball vorbei. Aber am Ende keine Gefahr. Bellingham, Körper ist nicht drin. Kriegt's gelöst. Ja, Klicks kommen. Körper ist drin, stark. Das war jetzt auch kein Foul. Nee.
Samuelino. Und dann haut er einfach mal einen Outside-Curler da vorne ins Zentrum. Vielleicht kriegen wir den zweiten Ball. Werden unangenehm. Ja, ja, ja. Osimhen ist unangenehm. Osimhen ist richtig unangenehm. Gute Szene von Victor. Und dann keine Idee im 1 gegen 1. Aber gut, der Victor ist auch kein 1 gegen 1 Fußballer. Hat keinen guten Double-Touch, hat nix. Aber er bleibt unangenehm, sorgt für Unruhe. Sehen wir es mal. Positiv. Van Dijk aufmerksam. Stark. Und wieder kurbeln. Und wieder kurbeln. Schön verlegt auf Ødegaard. Schön mit dem Superkanzel am Ball vorbeigelaufen. Aber ich glaube, die Idee war nicht verkehrt. Da wären wir nämlich sonst in den Verteidiger reingestolpert. Hier genau das gleiche. Bellingham wieder weg. Superkanzel hilft es am Ende nicht komplett zu lösen. Fuß geht vor. Bebeto. Ja, schön. Jetzt haben wir ein bisschen grüne Wiese vor uns. Bellingham. Wo ist der Bebeto? Bebeto läuft irgendwie vor die Füße. Keiner hat eine Idee. Aber da haben wir eine Idee. Da haben wir eine schöne Idee. Am Ende fehlt ein Schritt, ein Kontakt, ein Frame zum Abschluss im 16er. Es ist so schwer, sich da zu befreien und in Ruhe abzuschließen. Aber so ist das halt. Jetzt haben wir einen ruhigen Abschluss. Jetzt haben wir einen ruhigen Abschluss. Bebeto 1-0. Und auch das mit Verlaub, klar, aber auch wieder ein Gegner beim Klicken. Das ist kein Division 1 Gegner, das sind 3-Punkte-Gegner. Und wenn du die nicht holst, brauchst du vom Aufstieg gar nicht reden. Also von daher anspruchsgemäß mit dem passenden WM94-Jubel von Bebeto. 1-0. Ja, und direkt wieder Unruhe reinbringen. Ja, guck mal. Ødegaard. Ja, 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 ja. Die sind schwer zu verarbeiten. Ah, und dann wieder keine Idee. Ødegaard, das hat auch kein Dribbel-Explodierer. Ah, also wieder auch so ein bisschen die Kategorie. Viele Angebote. Und ich weiß, viel zu wenig Kapital daraus zu schlagen. Jetzt haben wir ein bisschen Stolperglück. Sonst ist er da auf einmal durch auf der linken Seite. Wieder verschenkt. Bellingham, ja, der war schwer zu kontrollieren im Vollsprint. Nächster Anlauf. Der Blaugrana, wichtige Grätsche von Samuelino. Und über Umwege kriegen wir dann den dritten Ball. Und Bebeto hat den Kopf oben. Osimhen war gut zu. Bellingham hat noch ein bisschen Luft. Bellingham. Und dann ist die Grätsche. Oh, dann habe ich Glück. Ich mach das Schussantäuschen noch in die Grätsche rein. Ist eigentlich kein Foul. Da hat Kai Walker ein bisschen Pech. Oh, Bellingham. Oh, das ist zu einfach. Das ist zu einfach für den Jude. Und dann ist das, glaube ich, ein absoluter Big Save. Ja, zeigt er nicht. Aber den kratzt er da aus halbhoher Position. Der wäre wahrscheinlich hinten eingeschlagen. Kratzt ihn noch aus der langen Ecke. Und als Belohnung gibt es das Kopfballtor von Osimhen doch nicht. Schönes Kopfballduell. Klarer Sieg für Osimhen. Resultiert leider nicht. Im 2-0. Oh, Van Dijk. Stabil. Jawohl. Oben ist Platz. Dürfen wir den tatsächlich noch auslaufen? Ja, den lässt er noch ausspielen. Ja, ein bisschen Glück gehabt. Bebeto verzögert, wartet auf Boy. Jetzt wäre er am Abseits gewesen. Ich hätte ihn trotzdem angespielt. Also die Szene hätte ich eh verzockt. 1-0 zur Pause. Damit kann man doch arbeiten. Wie ist meine Erfahrung mit Ballbesitzfußball? Das war so die allererste Idee. 4-4-2, Ballbesitzfußball. Ist jetzt schon 5 Wochen her, ehrlicherweise. Da war ich noch nicht so drin im Gameplay, hatte noch nicht so eine gute Mannschaft. Im Endeffekt ist das eigentlich das, was ich spielen will, aber du weißt ja schon von der Meta und auch bei diesem ganzen hektischen im Mittelfeld Bälle, Ping-Pong, schlechte Pässe abfangen und sofort schalten. Ist das irgendwie, oder das ist das Zünglein an der Waage, glaube ich, wenn du diese leichten Fehler im Mittelfeld umzumünzen weißt in Offensivaktionen und nicht den Ball wieder herschenkst und dann relativ schnell im Mittelfeld Bälle verloren gehen. Ja, ich meine, im Endeffekt, ich glaube, ich habe genug GP. Müsste man mal gucken, wer ist der beste Ballbesitztrainer? Ich glaube, Guardiola. Aber 85 auf Ballbesitz, Trainer verpflichten und dann auch auf der gleichen Aufstellung nochmal Ballbesitzfußball versuchen. Ja, vielleicht. Vielleicht ist das so mit meiner Herangehensweise, so wie ich klicke, so wie ich aufstelle mit 4-4-2, vielleicht ist das dann auch die richtige Strategie.
Weil Ballbesitzfußball heißt ja nicht Konter zu fahren oder nicht Konter zu fahren, sondern dass sich auch mehr Spieler anbieten, um angespielt zu werden auf kurzer Distanz. Kann ja zuträglich sein. Also von daher nehme ich jetzt die Frage auch mal so ein bisschen als Gedankenanstoß. Können wir am Spiel mal machen? Können wir am Spiel zumindest mal gucken? Habe ich genug GP? Vielleicht habe ich sie auch nicht mehr. Dann ist das Thema eh hinfällig, weil so ein 85 Ballbesitztrainer kostet, glaube ich, auch 400.000 GP. Da kommen wir mal durchgewurschtelt. 2-0. Das dürfte Mohamed Kudus gewesen sein. Jawohl. Da freue ich mich auch schon aufs Ausgemax-Sein. Auch eine sehr geile Offensivkarte. 2-0. Das gibt ein bisschen Ruhe. Ein bisschen durchatmen hier, dass wir das Spiel auch sicher nach Hause bringen. Ja, sehr gerne. Also im Endeffekt sind eure Fragen ja nicht selten auch Diskussions- und Gedankenanstöße. Ne, so wie letzte Woche auch beim Aufstellung basteln und wie verhält sich was. Und dann sind hier auch genug Experten, die da selber reinrufen und mich dann wiederum besser machen. Oh, das klappt jetzt mal gut. Das klappt jetzt mal sehr gut in die Tiefe zu kommen. Zumindest bis ins letzte Drittel. Dann wird Osimhen aufgenommen. Bellingham auf. Ødegaard! Schön! Ich glaube, ich wechsle jetzt mal früher. Bei 2-0 bin ich mal so arrogant. Wechsle mal früher die Bankhelden ein. Aber ja, das gucken wir mal. Warum nicht? Mein Gott, ich meine, ist ja nicht so, als laufe ich komplett erfolgreich mit der aktuellen Aufstellung und der aktuellen Ausrichtung durch die Gegend. Okay, Kollege hat glaubt nicht mehr an seinen Turnaround. Ja, ich wäre auch, also wenn alles die gleiche Meta wäre, und das ist es natürlich nicht, dann würde ich auch am liebsten Ballbesitzfußball spielen. Aber dann auf der anderen Seite will ich auch nicht noch schwerer machen und noch weniger gewinnen. Und dann, ja, machst du dann doch so eine Longball-Counter-Ranz-Taktik. Aber warte mal, wir gucken jetzt als erstes Contract. Wir gucken nach 700.000 GP. Okay, ich habe scheinbar über all die Wochen genug GP gesammelt, dass ich mir Klopp, Simeone, das waren da glaube ich allein schon 700.000 GP, so 300, 400.000 die beiden. Und jetzt wahrscheinlich noch den Schimmel Guardiola holen kann. Warte mal, wir sortieren nach Possession Game. Luis Aroman ist leider Josep Guardiola, den ich aber sowas von nicht abkann, egal. 87 und dann käme hier Fernando Santos. Der Europameister-Coach hat nur 80. Ne, haben wir letztens auch getestet. 80 ist plus 1 oder 2 auf alle Spielerattribute. Und 85 ist aber dann tatsächlich plus 3. Also das macht einen Unterschied. Komplett widerwillig. Komm, zieh mal durch. Nehmen wir den ekelhaften Guardiola. Auch das so ein Non-Grata-Gedanke. Mittlerweile ist mir fast alles egal. Dann machen wir das jetzt. Und dadurch, dass der Kollege uns jetzt Zeit gespart hat, machen wir auch das jetzt. Auf geht's. Taktik, Manager, Guardiola. Zack. Und Playing Style. Zack, Possession Game, zack, alle spielen mit. Wir verlieren also nichts an Stärke. Wir sagen den Jungs nur, wie sie anders laufen und Fußball spielen sollen. Okay, voll, auf geht's. Was zu spät? Was reicht für Pep? Scouty, was? Hättest du noch eine bessere Idee gehabt? Kannst mir gerne sagen, ob ich jetzt 400.000 KP verschenkt habe. Gerne weiterbilden. Aber was ihr auf jeden Fall jetzt tun sollt, weil das war ja quasi ein Sieg, ne? Wollen wir nicht, ne? Genau. So, kniepig sein. Wir haben noch 500 Coins. Wohin sollen die? Natürlich in Packs. Also bitte einmal abstimmen. POTW, ECC oder MX. Und dann ziehen wir auch noch ein Pack jetzt. Also jetzt durch das Abbrechen können wir nochmal ein Spiel hinten dran legen. Gehen wir nochmal Vollgas. Ich hoffe, ihr seid noch wach. Ne? Jetzt extra hier nochmal Harakiri-Ballbesitz-Fußball. Was ist da los? Ich hoffe, ihr seid noch wach. Wenn keiner kommentiert, wenn keiner mehr wach ist, kann ich auch einfach aufhören. Also POTW, ECC oder MX als Belohnung für unseren, ja, doch recht souveränen Sieg. Und da sind noch Leute wach und alle ballern ECC in den Kanal. Das ist eindeutig. Auf geht's. Dann so. Ah, okay. Barca Pack. Barca Pack ist mir dann zu teuer, zu ekelhaft. Dann lieber Guardiola mit Zähneknirschen. Und wir ziehen Phil Foden. Jetzt machen wir die Ekelhaftigkeit voll. Ne? Genau wie ich sagte. Der junge Bursch ist jetzt nicht. Das tut mir nichts. Keine Gefühle in die eine oder andere Richtung. Also Phil Foden. Keine Emotion. Bleibt auch am Start. Und das ist eine edle Karte für uns. 8, 10, faule 10. Der spielt auf der Achse alles. Der Kollege ist ein sehr dribbelstarker, cooler Typ.
Ja, ein bisschen dynamisch, ja, voll okay. Und hat Player Skills aus dem Himmel. Ja, okay. Absolute Monsterkarte. Also absolut, sehr gute Karte. Kommt direkt mal in den Kader. Fürs aber komplette abrundende Ekelgefühl. Und dann spielen wir jetzt mal oder versuchen jetzt mal Ballbesitzfußball. Vielleicht ist das ja auch mehr meins. Oh, hier, ne? Hier, oh, Bernardo Silva. Also im Endeffekt kann ich jetzt komplett Man City aufstellen. So richtig ekelig. Komm, machen wir das mal. Machen wir jetzt mal ekelig Fußball spielen. Warte mal, wo haben wir noch keine guten? Ne, der war unser Held, der muss bleiben. Oh, ja, Sabal mit A kann nicht raus. Ja, komm, machen wir es mal so. Okay, jetzt ganz dreckig. Jetzt ganz dreckig. Phil Foden rein. Sobeldia, komm, nehmen wir mit meinen Kader für ihn. Also als Sechser quasi angedacht. Wirbeln wir zum Abschluss nochmal so richtig durch. Ja, haben wir ein bisschen mehr fußballerische Qualität auf dem Platz. Gucken wir mal, wie sich das anfühlt. Mein Gott. Arsenal plus 1. Ja, aber diese, also ich habe ja keine 1500 Coins und Echtgeld investieren. Schon gar nicht für sowas Unemotionales will ich schon mal gar nicht. Also okay, Gedanke ist verstanden. Aber mir reicht jetzt erstmal dieses Guardiola. Und genug GP sind da, Experiment. Also von daher, schauen wir mal. Also gucken wir mal, wie es sich anfühlt. Wir haben ja letztens, wo ich noch gesagt habe, ich merke es nicht, haben wir ja letztens dann doch gesehen, Kloppo mit Quick Counter steht mit der Verteidigung deutlich gieriger an der Mittellinie als ein Diego Simeone mit Longball Counter, der deutlich tiefer steht. Also das ist schon mal was, was man unabhängig davon, wie die Spieler jetzt laufen im Spielfluss, sehr klar greifen kann. So, jetzt gucken wir mal, ob wir hier mit dem Guardiola-Ball. Mit Ballbesitzfußball, ob wir da auch sofort merken, dass sich irgendwie was anders aufstellt. Irgendwie, aber dann klar auch bei Ballbesitz was anders verhält. Mal gucken, ob ich das jetzt auch spüre, ihr es vielleicht auch sehen könnt. Und dann, ja, schauen wir mal, wo sich der Guardiola hin entwickelt. Im Endeffekt habe ich jetzt die besten Trainer für Quick-Counter, für Longball-Counter und für Ballbesitz. Also wir können komplett Meta aufstellen, wenn wir denn so wollen. So, Phil Foden. Scheint sich zu freuen, dass er da ist. Kann sofort mal eingewechselt werden und spielen. Hier machen wir dann Super Sub. Das ist dann so. Oh, hier, guck mal. Jetzt wird es richtig eklig. Ja, passt. Okay, so dann. Anchoring auf Osimhen. Anchoring auf Phil Foden. Was ist der eigentlich für ein Spielertyp? Creative Playmaker. Okay, das ist keiner, der in die Tiefe geht. Der fordert die Bälle. Dann haben wir Bellingham und Bernardo Silva. Beide Box to Box. Gut am Arbeiten. Das ist schön. So, Manmarking. Casemiro zerschießt Lewandowski. Und hier wollte ich ja wieder zurück auf Mittelstürmer deckt und nicht der hängende Spitze-Typ. Der ist ein bisschen. Kann mir jetzt natürlich sofort einbilden, dass das eine kleine Umstellung war, die dem Spielfluss geholfen hat. Aber gut. 3-6-1 bei Ballbesitz. Okay. Das müssen wir, das ist dann mal, das ist eine krasse Umstellung dann. Aber ja, schauen wir einfach mal. Ich hätte schon irgendwo den Traum, dass wir irgendwie perfekt für 4-4-2 was zusammengestellt bekommen, um beim Diamanten bleiben zu können. Irgendwann wird man, also ich persönlich, werde dann irgendwann auch müde, alles so zu probieren und dann wieder abzusteigen, weil es halt nicht klappt oder ungewohnt ist. Und irgendwann diese ganzen Experimente mit hier, dann macht das doch zum HS und dann hier, das muss ein Achter sein, das darf kein Zehner sein, weil dann verhält sich der Spieler minimal anders, aber das ist wichtig. Und ich empfehle dir ein 3-6-1 und dann, ja, also das irgendwann werde ich dann auch müde und dann kuschel ich mich in mein 4-4-2 und guck, dass ich da irgendwo Erfolge feier. Wieso zum Beispiel? Das ist doch schon mal ein Erfolg. Frühe Führung. Für die Playmakers. Mohamed Kudus kurft sich da so ein bisschen um die Verteidigung und ist durch. Frühe Führung. Gutes Gefühl zum Start. Der ist auch gut. Der Stillstand ist Rückschritt. Das ist in Evo nicht vorgesehen, ja. Ich meine, wenn der Indominator mir irgendwann ein YouTube-Video zeigt, so von wegen, die Meta hat sich um 130, 180 Grad gewandelt. Jetzt müssen alle out wide spielen, weil sonst passiert das und jenes in der KI. Dann spiele ich von mir aus auch out wide. Aber. Ich glaube, das, was wir jetzt vorher hatten mit Longball Counter und von mir aus auch dieses eng gemachte 4-4, das ist so Meta.
Also zumindest sagt man, das so ist von Vorteil, weil, ja. Egal, jetzt lass uns mal Ballbesitz feiern. Mit dem 1-0 im Rücken sollte das doch schon mal leichter fallen. Casemiro, schön. Bernardo Silva, ja. Viele Dinge, jetzt Taktik hin oder her, das ist einfach eine Sache am Pad. Ball mit Sprinten annehmen oder in die falsche Richtung drehen, das ist alles ja dann meine Schuld. Da kann ich Pep oder wen auch immer auf der Seitenlinie stehen haben. Wenn ich selber schlecht steuere, hilft mir jede Taktik nichts. Also von daher, da muss ich auf jeden Fall auch noch stabiler werden. Abseits. Der Laufweg ist komplett perfekt. Nur dann halt irgendwie so ins Abseits austraben und da 3 Stunden drin stehen, ist natürlich nicht so geil. Da war Samuel Lino ein bisschen faul. Ein Kontakt später kommt ja eigentlich genau der Traumpass, den er sich gewünscht hat. Jetzt mal schalten, wieder mit Sprinten den Ball angenommen. Wieder selber schuld. Das kann man eigentlich besser kontrollieren. Vielleicht sollte ich einfach mal erzwingen, im Kopf gar nicht mehr mit Sprinten annehmen. Egal wie sehr ich glaube, frei zu sein auf dem Feld. Kudos. Ah, da wieder einen zu viel gesprintet. Es ist immer die gleiche Leier. Und das ist auch immer das, wo im Endeffekt diese Ballverluste nach eigentlich Ballgeschenk herkommen, weil ich dann zu gierig in den Konter will. Und das ist auch kein, das ist eigentlich nicht der Ballbesitzfußball. Eigentlich ist das ja genau nicht der Ballbesitzfußball. Jetzt darf ich aber sprinten. Jetzt habe ich die komplette linke Seite für mich. Kudus macht mit. Hat den Kopf oben. Das ist schön ausgespielt. Bis zum letzten Pass von Foden ist das richtig gut ausgespielt. Jetzt einfach mal Huf. Einfach mal Huf. Casemiro. Aber wir sind gut drin. Doch. Playmakers sind gut in der Partie. So eine frühere Führung gibt ja auch so ein bisschen Push. Bisschen Selbstvertrauen hier im Camp Nou. Ecke kommt. Auf den Kopf. Ja, klar. Von Kopfballungeheuer Phil Foden. Das war jetzt nicht so clever. Rückwärtsgang. Alle Mann. Oh, De Bruyne ist das. Ich wollte die ganze Zeit sagen, der hat Paul Scholes. Nein, De Bruyne ist es. Egal welcher Rotschopf, Hauptsache Weltklasse. Oh, wichtig. Aber so oder so wäre Van Dijk gut im Zweikampf gewesen, hätte nichts anbrennen lassen. Aber da, ja, klare Abseitsposition von Lisandro. Wie heißt er? Le Lautaro. Lisandro Martinez. Nein, auch nicht Lisandro Lopez, einfach nur Lautaro Martinez. So, Casemiro. Bei allem defensiven Verbrechen immer auch ein guter Kurbler. Foden. Ja, der Double Touch kommt. Ich glaube, da war mehr drin, auch wenn es eng wurde. Da mehr Kontrolle zu haben und aufzuziehen. Wieder De Bruyne. Jetzt versuchen sie sich langsam in die Abschlussposition zu nähern. Nicht geklappt. Und jetzt Bernardo Silva am Kurbeln. Vorne lauert Osimhen. Und da lauert auch ein Foden. Abseitskick klappt nicht. Nächste Chance zu kurbeln. Verschenkt. Aber die nächste kommt direkt hinten dran. Mit Bellingham. Gutes Angebot von Lino. Jetzt haben wir die Viererkette gut umlaufen. Szene lebt noch. Oh, das ist genau der Pass. Zu gierig und wieder hergeschenkt. Aber es ist auch wieder so ein Gegner, der uns viel anbietet. Bernardo Silva. Irgendwann rutscht mir mal so eine Direktabnahme aus der dritten Reihe rein. Ich weiß nicht, warum ich das immer wieder versuche. Ich glaube, da habe ich noch nie ein Tor durch erzielt. Zumindest durch so eine querlegende Direktabnahme. Aber okay. Es ist immer wieder einladend. Samuel Lino. Oben kommt Foden. Über Umwege, über Kudus. Kommt er dann tatsächlich auf Foden. Debüt für den Mann von Man City. Und auch direkt das Debüt-Tor. 2-0. Klickt sich eigentlich ganz stabil. Ja, Toni Kroos habe ich ehrlicherweise auch ganz zu Beginn überlegt, mir den mit GP zu holen, so als komplett unaufgeregten, tollen Passspieler. Aber ehrlicherweise, ja, der Toni, der Querpass-Toni ist leider echt zu undynamisch. Also, das ist dann eine Nummer zu lahmarschig. Also, vielleicht kriegen wir ja mal so eine Madrid-Box oder was auch immer mit Toni Kroos Deluxe drin. Aber so die normale Karte hochpowern. Und dann ist der, glaube ich, auch irgendwie was mit 91, 92. Jetzt nicht komplett bodenlos, aber er ist halt zu pomadig, glaube ich, für generell die Meta. Das kann man, glaube ich, so sagen. Da brauchst du, oder da ist es zumindest sehr dankbar, wenn du so ein bisschen Dynamik hast. Und selbst ein Ødegaard ist jetzt nicht super dynamisch, aber der hat da irgendwas mit schwachen 70er-Werten bei Antrittsstärke und so. Das ist dann nochmal eine andere
eine andere schlechte Dynamik als groß mit, weiß ich nicht, 50. Bernardo Silva, schön. Kudos. Kopf ist oben. Boy. Was macht er? Er macht Scheiße. Ich hab. Eigentlich muss das Ding auf die lange Ecke knüppeln und ist er vielleicht sogar drin, aber nein. Bei 2-0 fängt der Kopf schon wieder an. Jetzt musst du was leisten, wenn hier schon 70 Leute zugucken. Jetzt musst du was Schönes machen. Wenn schon L1-Liebe so hart ausgestorben ist bei Evo. Kudos. Wieder gut. Boy. Ja, harmlos. Aber Abschluss. Also, Playmakers machen ganz viel Spaß hier unter Guardiola in der ersten Halbzeit. Und der Gegner ist dann vielleicht auch genau der Richtige. Foden, jetzt mal schön gequirlt. Phil Foden hat keinen Abschluss scheinbar. Und der ist ja auch nicht der Dynamischste, wie wir eben gesehen haben. Dann ist das vielleicht auch eher ein Achter. Kein Zehner oder gar hängende Spitze. Phil Foden, wenn er denn nicht der Abschlussstärkste ist. So, 7:0 Schüsse. Ich glaube, das haben wir gut im Griff. 2-0. Also haben wir vielleicht zum Abschluss dann doch nochmal zwei Siege. Gehen mit einem besseren Gefühl aus dem Stream. Und mal gucken, wie meine Restwoche oder dann die kommende Woche wird. Mit ja, Angriff auf Division 1. Vielleicht schaffe ich es ja dann tatsächlich auch mal. Ich würde es idealerweise mit euch im Stream schaffen. Aber wenn es dann abseits des Streams klappt, ist das ja auch okay. Und dann gucken wir mal. Kudos, was los? Stehst du mal auf? Ne, will sich lieber beschweren. Bernardo Silva wartet vergebens. Jetzt ist Kudos doch wieder in der Szene. Das ist kein Abseits. Kudos. Kudos, Mogel, Mogel. Oh, aber fast das nötige Scheibenglück. Zum Abschluss am Fünfer. Am Ende dann doch nicht. Also ein drittes Tor nachlegen. Ich glaube, dann sind wir durch. Beim Verlauf des Spiels bis hierhin. Oh, Bellingham, stark. Körpers drin. Ja, sehr gut gelöst. Da kann auch der Prime Beckham oder wer das da ist mit dem halben Iro nicht mithalten. Foden. Bernardo Silva. Oh, schöne Drehung. Osimhen. Oh, ganz frech. Und die Szene lebt noch ein bisschen. Nicht mehr wirklich. Schade. Gute Drehung von Osimhen. Das ist noch so eine der wenigen Standardkarten, wo ich sage, die kann auch noch ein paar Wochen in der Meta mithalten. Victor Osimhen. Lass doch laufen. Ja, böser Tritt. Oh, richtig böser Tritt. Hohoho. Er gibt die rote Karte. Für Tchouameni. Ja, generell ist das ja kein schlechtes Mittelfeld. Das stimmt. Der allererste Kevin De Bruyne. Oh, er hat erquittet. Okay, zwei Siege zum Abschluss und beide mit Quitt. Nicht ganz so, wie man sich das wünscht, aber klar, Sieg ist Sieg. Nehmen wir mit und von daher, ja, solider Start. Ne? Wenn du aufsteigen willst, darfst du dir so eine Niederlage fallen, wenn ihr euch an das Spiel erinnert, unnötig schon nicht erlauben. 5 Verlustpunkte habe ich noch. Habe ich noch gut. Ansonsten war es das schon wieder mit dem Aufstiegstraum, aber jetzt mit 2 Quitt-Siegen, glaube ich, ein bisschen die Kurve gekriegt. Und dann, ja, ist der Abschluss des Streams tatsächlich noch ein letztes Mal abstimmen, nochmal belohnen. Weil Sieg ist Sieg, ne, Freunde, Sieg ist Sieg. Auf geht's. EC, C, POTW oder MX. Freie Auswahl nochmal, ein Opening zum Abschluss. Und während ihr bitte noch einmal den Stream bemüht, den Kommentarbereich bemüht, den Chat bemüht, mit POTW, EC, C und MX, kann ich ja schon mal so ein bisschen abmoderieren. Schön, dass ihr so zahlreich und lange durchgehalten habt. 3 Stunden wieder am Start, das konnte sich doch sehen lassen. Viel geschafft und auch viel dann leider verpasst. Aber auf der anderen Seite, Klassenerhalt, Last-Minute-Rumgeschreie, hat mal wieder ein kleines Highlight. Und wieder viel Spaß. Also mein Gott, solange wir die Division 1 noch nicht von innen gesehen haben, wird weiter gegrindet. So, POTW ist diesmal nah dran. Na, gucken wir mal. Unentschieden, glaube ich, gerade. Ja, 3-3. So, der letzte Kommentar entscheidet's. ECC oder POTW MX, immer wieder tapfer vom Brüschi reingerufen, hat es einfach nicht geschafft. Und der Florio entscheidet es mit POTW. Letzte Ziehung. Die erspielten Coins wollen ja auch irgendwohin verbraten werden. Und wir haben es heute auch gesehen, viele Spieler gezogen, die auch sofort irgendwie in den Spieltagskader genommen werden konnten. Also bringt es uns irgendwo in der Spitze ja dann doch weiter, die zu ziehen. Und das ist der King. Kingsley Coman, und ich glaube, der hilft uns gar nichts, weil der Kollege spielt nur auf dem Flügel.
Das ist dann so eine verschenkte Karte wie auch Querat-Skellia von Neapel, den wir vor ein paar Wochen gezogen haben. Auch eine geile Karte, aber halt nur und exklusiv auf dem Flügel. Jetzt bin ich gespannt. Ist tatsächlich so. Spielt abgeschwächt im Zentrum, aber sonst Flügel rauf und runter. Dribbelt starker Zirkusfußballer, schnell, dynamisch, alles geil. Nur eben nicht für die Playmakers. Schade, das ist im Endeffekt verschenkt. Werde ich jetzt nicht abstoßen, weil wenn irgendwann wieder so dieser Push kommt, dann spielen wir mal 4-3-3 oder breites 4-4-2, keine Ahnung. Dann haben wir eine fette Karte in der Hinterhand, aber für den Moment hilft er uns leider gar nichts. So, aber gut, das ist dann trüber Abschluss eines, glaube ich, dann doch ja, sehr aktiven und flippigen Streams gewesen. Also von daher die übliche Abmoderation. Nochmal ganz herzlichen Dank fürs lange Durchhalten. Nächste Woche, 11:11 Uhr, bleiben wir am Start, bleiben wir dabei, bleiben bei EFO weiter drin. Und ich hoffe, ihr seid dann auch wieder dabei für den Moment. Das Wichtigste, klar, kommt gut in die neue Woche und bleibt mir gesund. Tschüss, ciao.